Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 269. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Herr Marvin. Ahoi. Und der Herr Basti. Gute. Die Frau Alex lässt sich entschuldigen, aber wir haben so leicht die Hoffnung, sie könnte vielleicht später noch mit dazukommen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Das wäre zumindest gar wundervoll, wenn das noch irgendwie passen würde. Also wenn man frech ist, brauchen wir auch eigentlich gar nicht mehr sagen, dass sich entschuldigen lässt. Das hätten wir fast die ganze Saison jetzt schon gesagt. Ne? Vielleicht sollten wir es lieber mit Trommelwirbel begleiten, wenn sie mal wieder dabei wäre. Da ja. Ja, also. Wir werden ausrasten, wenn sie mal wieder da ist. Genau, genau, leichte Kritik hier von meiner Seite, ja, aber gut. Du und leichte Kritik, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen ein bisschen Saisonrückschau betreiben. Der Herr Dennis hat schon gesagt, er hat relativ viel aus seinem Gedächtnis versteckt oder verloren. Das heißt, das müssen wir jetzt irgendwie versuchen, da wieder reinzukriegen. Und außerdem werden wir, glaube ich, auch so ein bisschen auf die aktuellen Geschehnisse dann mal gucken, weil es hat sich ja doch jetzt bei der Eintracht so das ein oder andere noch getan. Aber dann lass uns doch vielleicht erstmal auf die vergangene Saison zurückschauen. Sie ist ja jetzt schon ein bisschen her. Bevor wir vielleicht mal so durchgehen, was uns so alles im Gedächtnis geblieben ist und wie wir das so rückwirkend betrachten, habe ich mir ein paar Fakten rausgesucht. Fakten, Fakten, Fakten. Oha. Genau, und zwar hatten wir eine Hinrunde mit 8 Siegen, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen, 22 zu 15 Toren und ganzen 29 Punkten und waren da auf Platz 6. Und dann hatten wir diese wunderbare Rückrunde mit nur noch 3 Siegen, 4 Unentschieden, 10 Niederlagen, 14 zu 28 Toren, also fast eine exakte Umkehr, 13 Punkten und waren dann da Platz 18. Was am Ende uns eben auf dem uns allen bekannten Tabellenplatz gebracht hat. Und das trotz der vielen Verletzten. Es gab diese wunderbare Aufstellung, die besagt, dass wir mit im Schnitt die meisten Ausfalltage pro Spieler hatten, nämlich weit über 70, ja, wohingegen der FC Ingolstadt auf Platz 1 nur irgendwie knapp 15 hatte. Also wir hatten einfach relativ viele Langzeitverletzte, was da reinschlägt, und auch so relativ viele Verletzte, was ja ein Punkt war, den wir schon während der Saison immer wieder bemängelt haben, dass wir einfach auf den wichtigen Schlüsselpositionen ja, zu wenig Auswahl haben und dann die wichtigen Spieler auch noch weggegeben haben. Und wenn sie nicht verletzt waren, dann waren sie gesperrt, weil wir dann doch irgendwie eine ganze Menge an gelben und roten Karten hatten. In Summe ganze 83 gelbe Karten, was doch relativ viel ist für so eine Saison. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, und damit genug der Fakten. Wie würden wir denn so die Saison so rückwirkend im Ganzen betrachten? Jetzt mal nicht nur von der Faktenlage, sondern auch von der ganzen emotionalen und so weiter. Sind wir zufrieden oder sind wir eher unzufrieden, Herr Basti? Wie unfair, dass ich jetzt anfangen muss. Ja, ich will das machen, bevor du hier wegschläfst. Hast du schon gesagt, du bist ja müde. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es ähnlich wie Dennis gemacht. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, um das irgendwie für mich einzuordnen. Würde aber, wenn du mich jetzt so direkt fragst, sagen, eigentlich können wir zufrieden sein. Alles in allem, unterm Strich. Klar gibt es ganz viele Sachen, die einen ärgern und man hat viele Momente im Kopf, wo man denkt, hätte Fahrradkette. Also da rede ich natürlich vom Pokalfinale, da rede ich von der Rückrunde, wo ich glaube eine normale Rückrunde uns in den UEFA-Pokal gespült hätte. Das sind alles Sachen, die, da bin ich noch nicht ganz losgeworden, aber ich glaube, man muss festhalten, dass der Marvin und ich nicht nur in Gladbach beim Elfmeterschießen standen, sondern ein Jahr vorher in Nürnberg, der Eintracht fast abgestiegen wäre. Und wir dann im Sommer große Angst hatten, weil Freddy Bobic noch dazu kam, weil viele Spiele ausgeliehen wurden. Die Mannschaft war eine Wundertüte. Wir kannten Mascarell nicht. Wir wussten nicht, wie Vallejo in seinem Alter schon so weit ist. Ja, und dann haben wir diese überragende Hinrunde gespielt und da hat die Mannschaft dann, ja, wie soll ich sagen, wir haben ja auch schon ausufernd in aller Sendung hier drüber gesprochen, aber die Mannschaft hat dann teilweise, ich bleib dabei, auch Pech gehabt. Was sowohl was die Verletztenmisere betrifft, die du schon statistisch jetzt belegt hast, als auch was das ein oder andere Spiel betrifft. Ich erinnere mich oft an das Spiel in Leverkusen. Da hat es so ein Kuller, also so ein Billardtor von Chicharito. In Leipzig fliegt Radetzky vom Platz. Der Start ist schon ganz blöd. Dann muss man auch sagen, dass die Rückrunde so war, dass wir dann viele von diesen Gegnern, die wir zu Hause gut bespielt haben, wie Dortmund, Leverkusen, Schalke und so, dann auswärts dann hatten. Da war der Spielplan dann auch natürlich nicht mehr so zu unseren Gunsten. Und dann, ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass am Ende nicht mehr drin war. Ich glaube, so was die Mannschaft war an der Grenze ihrer Substanz, die sie hatte. Die Spieler, die danach kamen, konnten das nicht auffangen. Das hat man gesehen. Das ist leider so. Aber wenn man ganz ehrlich ist und wenn man diese Euphorie, die man als Fan immer hat, und diese Emotion wegrechnet, dann hätten wir es auch nicht erwarten können, dass du mit dem dünnen Kader
so eine Hinrunde auf Kante spielst, und dann kannst du, glaube ich, nicht erwarten, dass die das wiederholen, wenn dann dieses Verletzungspech dazukommt. Und aber letzter Kritikpunkt, den ich jetzt anwenden will, aber natürlich auch mit dieser merkwürdigen Abgabe von Huschti im Winter, das war, hat uns, glaube ich, schwerer getan, als die Verantwortlichen das eingeschätzt haben. Weil wir dann in der Rückrunde gar keine Stabilität mehr dann auf der Sechs gefunden haben. Und ich finde, bis Gacinovic, bis er sich in diese Rolle reingefunden hatte, war es dann zu spät. Also das ist der Hauptkritikpunkt, den ich mache, dass die Eintracht im Winter nicht, wie soll ich sagen, also die im Winter haben die nicht das Zeichen gesetzt zu sagen, Leute, Attacke, die Chance ist da, wir wollen nach Europa, und dementsprechend ist die Rückrunde dann auch ausgetrudelt. Ein bisschen übertönt natürlich von dem ganzen Pokal, auch bei mir. Deswegen überwiegt bei mir immer noch, auch mit den letzten Eindrücken, die ich habe aus Berlin, überwiegt bei mir unterm Strich positive Gedanken. Ja, also würde ich jetzt, auch wenn ich jetzt nicht gefragt wurde jetzt hier direkt, aber da schließe ich mich grundsätzlich an. Also ich denke schon, dass es so ist, dass du schon sagen kannst, dass die Eintracht eine insgesamt ordentliche Serie gespielt hat, 2016, 2017. Natürlich war das in der Hinrunde phänomenal. Und wir konnten es in der Rückrunde keineswegs bestätigen, aber da zeigt sich halt auch, Sebastian hat es ja eben gut gesagt, die Transferpolitik, die halt auch nicht hundertprozentig war, ne? Also man muss schon sagen, dass der zweite Anzug einfach überhaupt nicht gesessen hat. Also nicht, und selbst wenn er gesessen hat, dass es mannschaftlich gestimmt hat, aber der war halt nicht Bundesliga-tauglich. Und da waren halt wirklich die Schwachstellen, da kommt es halt dazu, dass du wieder im defensiven Mittelfeld diese Schwachpunkte hast. Und natürlich hast du auch viel Pech gehabt, ne? Man wusste ja nicht, dass Mascarell ausfällt und dann noch Hasebe. Ja, das ist natürlich bitter, aber du hast halt keinen gehabt, der die Lücke adäquat stopfen konnte. Gacinovic, der Junge, der braucht gar nicht an die Nordsee fahren, der wird bei jeder kleinen Windböe, wird er weggestoßen, ja, und der soll plötzlich defensives Mittelfeld spielen, ja, und das ist natürlich schon ein bisschen problematisch, und der hat sich trotzdem ganz gut reingefunden, aber das sind so Dinge, die daran arbeitest du, und wenn es mannschaftlich intern stimmt, kommst du dann trotzdem irgendwie ein bisschen zu Rande. Du reißt keine Bäume aus, aber es geht einigermaßen. Deswegen lief es ja bei der Eintracht. Die wichtigen Spiele wurden ja dann auch oftmals gewonnen, als es darum geht, den Klassenerhalt zu sichern. Das wäre mit einer Mannschaft, die komplett intern zerstritten ist, viel schwieriger geworden. Das war ein großes Plus, dass die Mannschaft zusammengehalten hat, aber die Qualität gerade nach hinten raus einfach massiv gefehlt. Und dann müssen wir aber auch zugutehalten, es gab eine Situation, die, glaube ich, niemand von uns so vorhergesehen hat. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die es alles schon gesehen haben, dann Respekt dafür, aber dass der Sturm so dermaßen abkackt, dass wir so viele Unfähige da vorne drin haben, dass ein Seferovic zwar ackert bis zum geht nicht mehr, aber überhaupt nicht mehr weiß, wo das Tor steht, dass ein auch ein Regota überhaupt nicht mehr diese Qualität an den Tag legt, die er eigentlich de facto hat. Das sind halt Ausfälle, die kannst du nicht kompensieren, und das war dir vorher auch nicht klar, und das ist ein Gesamtbild, was sich dann zusammenfügt, dass du halt nicht mehr als Tabellenplatz 11 erreichst, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Wir hätten uns das besser erwünscht nach der tollen Hinrunde, teilweise Platz 3 nach dem 12., 13. Spieltag. Das ist ja nicht, so, dass du nach dem ersten Spieltag auf Platz 3 bist, weil du jetzt irgendwie weil du mal gegen Ingolstadt gewonnen hast. Du warst weit in der Saison, ziemlich weit oben. Ja, und aber trotzdem die Verletzungstabelle, die sollte uns auch zu denken geben. Deswegen, René, gut, dass du es angesprochen hast. Denn hier zeigt sich etwas, über das muss gesprochen werden. Ich weiß jetzt auch keine Lösung. Ich bin ja nicht so nah beim Training dran. Aber wir müssen darüber sprechen, dass diese Ausfallzeit eklatant ist und uns komplett zurückgeworfen hat. Das war schon mal so. Das scheint ein Phänomen zu sein. Hier, vielleicht ist der Rasen an der Commerzbank Arena problematisch. Weiß ich nicht. Ja? Vielleicht ist es irgendwas. Ich meine, das war ja schon mal. Und dass wir immer wieder so ganz krasse Verletzungen haben, darüber muss man reden. Halt auch langwierige Verletzungen. Ich meine, gut, was du dabei auch so ein bisschen bei dieser ganzen Verletzungsthematik bedenken muss bei den Zahlen, da zählt natürlich auch ein Medojevic rein, der ja exakt ein Spiel gemacht hat, und das war das Pokalspiel, ansonsten einfach 34 Spiele auch verletzt war. Das war der aber ja auch schon vorher. Also der zählt dann natürlich auch so ein Stück weit rein. Ja. Aber das waren trotzdem noch mehr. Also das Medojevic, wenn er jetzt nicht da wäre, wäre es trotzdem viel besser. Und ich denke auch, dass, was der Marvin sagt, ich denke auch nicht, dass es nur jetzt seit der Saison ein Problem ist, ehrlich gesagt. Ich habe in Frankfurt schon jahrelang eigentlich das Gefühl, dass wir hatten immer wieder merkwürdige
Häufung an Verletzungen. Ich bin genauso wie der Marvin auch kein Experte. Ich kann es nicht benennen. Ich könnte nicht sagen, mach doch mal das und das und das. Aber ich glaube, dass es mittlerweile heutzutage sportwissenschaftlich schon ein paar Erkenntnisse geben kann, die so eine Trainingssteuerung optimieren können. Und ich glaube aber auch, gelesen zu haben, dass die Eintracht das auch macht schon. Also, dass sie immer wieder, glaube ich, die Spieler testen, wer wie belastbar ist und so weiter und so weiter. Ich habe da mal einen ganz interessanten Artikel über den AC Mailand gelesen, die das, glaube ich, schon seit Jahrzehnten machen. Milan Lab heißt es, glaube ich, wo jeder Spieler echt auf den Kopf gestellt wird und geguckt wird, ist der kurz vor einer Verletzung, und da wird viel in Verletzungsprävention gemacht. Und klar, die hat da nicht das Geld, jetzt sich jetzt so ein Center hinzustellen, aber zumindest sollte man das untersuchen. Es kann ja auch sein, dass die Suche unter ergebnislos verläuft und man sagt, gut, das ist halt die Varianz, die so Stichproben haben, dass es halt mal jetzt so ist. Wenn aber ein Grund irgendwie da ist, dann könnte man da zumindest was machen, weil, wir haben es gesagt, im Endeffekt war, das jetzt hört sich hart an, aber im Endeffekt war das das, was uns das Genick gebrochen hat. Dass diese Mannschaft, die so gut drauf war, 1, 2, 3 Stützen rausgebrochen sind und dann hat die Brücke nicht mehr gestanden. Also das war das, einfach. Ich hab mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal angeschaut, welcher Spieler wann wie verletzt war. Ich glaube, Stendera, Medojevic und Russ können wir da rausnehmen, weil die kamen ja quasi schon verletzt in die Saison. Aber dann hattest du halt auch zum Beispiel in Varela auch mit 25 Spieltagen verletzt, in Blumen 11 Spieltage verletzt, was haben wir noch? Hasebe 10 Spieltage. Da kommen wir ja dann 10. in die wichtigsten Spiele, genau. Ja. Hasebe, Vallejo. Wir hatten diese überragende Dreierkette da hinten mit Vallejo, Abraham und in der Mitte Hasebe, wo du gedacht hast, boah, die Eintracht ist echt geil stabil. Und die ist dann auseinandergefallen. Und da hat ja dann die Suche angefangen und diese Suche hat über mehrere Spiele gedauert. Hector hat es probiert, der hat es probiert, der hat es probiert. Und wenn wir ehrlich sind, hat es nicht immer funktioniert. Hector ist ein geiler Typ, aber der ist trotzdem nur bedingt Bundesliga-tauglich gewesen. Ist halt einfach so, ist nicht schlimm. Ist nur ausgeliehen. Und da war sonst trotzdem Russ, konnte das auch nicht auffangen nach seiner Story. Also es war auch ganz klar. Und dann, man muss halt mit diesem Abstand, den man hat, jetzt mal auch überlegen, dass Otschipka viele Spiele in der Innenverteidigung gespielt hat und es für seine Verhältnisse sogar gut gemacht hat. Aber du kannst von einer Mannschaft, wo Otschipka in der Innenverteidigung spielt, und teilweise auch noch Chandler, in Berlin war es, glaube ich, auch noch Chandler. Ja. Was soll da gehen? Wir haben doch dauerhaft mit solchen Situationen gespielt. Das ist ja genau der Punkt. Genau. War ja total oft so in der Rückrunde, dass Spieler nicht in ihrer Position spielen konnten, die sie normalerweise ausfüllen. Wir haben in der Rückrunde einfach total oft mit irgendwelchen Substituten gearbeitet, die irgendwie zumindest den Glue als Glue das Ganze zusammengehalten haben, aber halt trotzdem nicht, das ist keine Bundesliga-taugliche Mannschaft zuletzt gewesen. Ja? Das ist nur eine Mannschaft, die war über weite Teile aus Emotionalität zusammengehalten wurde. Ganz ehrlich, die Mannschaft, die im Pokalfinale da stand, das war über weite Teile noch nicht mal eine Mittelklasse-Bundesliga-Mannschaft. Die haben das alles nur mitgemacht. Die haben dieses Pokalspiel nur so besonders gehalten, weil an dem Abend trotzdem relativ viel gestimmt hat. Die Fans waren da, die hatten Bock, die haben es probiert und die haben den BVB an den Rand einer Niederlage gebracht. Das muss man mal sagen. Es war nur der reine Wille. Das war nicht die pure Qualität. Und da kamen noch ein paar Punkte dazu. Ja, aber das ist halt das Ding. Ich hätte ganz gern gegen den BVB gespielt mit der Mannschaft, die wir optimalerweise zur Verfügung gehabt hätten, nach dem 10. Spieltag. Das hätte ich gerne gehabt. Und dann wäre die Sache vielleicht nochmal anders ausgegangen. Ich weiß, hätte Fahrradkette. Aber das ist halt ist ärgerlich. Ich sehe es auch so. Und ich finde, das darf man auch nicht. Ich finde trotzdem, dass man es trennen muss. Ich habe jetzt in der Saisonrückschau von vielen Leuten gehört, die üblichen Stimmen, ach, die Eintracht, zwar klar, dass sie es wieder verkackt. Ich finde trotzdem, dass diese Rückrunde, ich finde, das hat man bei uns auch im Podcast gemerkt, dass es trotzdem eine andere Qualität hatte, weil du trotzdem immer wieder Erklärungsansätze finden konntest und sagen konntest, okay, die können es nicht besser, aber die probieren es. Und das ist für mich ein himmelweiter Unterschied, als wenn ich das Gefühl habe, da stehen 11 Trottel auf dem Platz, die irgendwie sich auch noch anfacken und keinen Bock haben und die eigenen Süppchen kochen und ein Trainer den ganzen Tag schläft. Es ist trotzdem für mich was anderes. Ich bin traurig, aber nicht wütend, ehrlich gesagt. Ich denke natürlich oft dran, stell mal vor, der hätte sich nicht verletzt oder stell dir vor, Seferovic macht das Ding in Berlin, das 2-1. Klar, das trage ich auch noch mit mir rum und ich bin auch noch nicht so ganz motiviert, jetzt hier über die Eintracht groß und breit zu reden und ich bin froh, dass jetzt auch mal Pause ist. Ich bin ehrlich gesagt immer noch froh. Also ist nicht so, dass ich sage, geil, hoffentlich geht es morgen wieder los, sondern es ist so ein bisschen, ich bin ganz froh, es ist warm draußen, es ist alles anstrengend. Und ich bin froh, dass noch kein Fußball ist, aber ich muss sagen, die Mann geliefert. Es ist,
Es ist einfach nicht mehr drin gewesen. Es ist halt schade, meine Güte. Aber man muss weitermachen und vielleicht sind wir dann der FC Köln im nächsten Jahr, wo man sagt, geil, jetzt haben wir irgendwie noch diesen nächsten Schritt gemacht und jetzt sind wir auf Platz 6. Was auch nicht unbedingt sehr realistisch ist, aber meine Güte, sonst bräuchten wir nicht mehr ins Stadion gehen, wenn wir das nicht irgendwie glauben würden. Stimme ich zu. Dennis, wie siehst denn du das? Also bist du irgendwie sehr traurig oder wie läuft das bei dir? Traurig bin ich eigentlich gar nicht so. Ich muss wirklich sagen, es war wieder ein bisschen, die Heimspiele haben wir ja auch wieder ordentlich bestritten. Ich hatte auch, weil René ja schon vorhin das sehr gut gemacht hatte mit den ganzen Statistiken. Ich habe mir auch nochmal ein paar Statistiken angeguckt. Also die Heimspieltabelle liest sich ja auch um einiges besser als die Auswärtsspieltabelle, wie die letzten Jahre ja schon immer. Aber das ist aber, ja, glaube ich, auch sehr stark geprägt von der Hinrunde, wie Basti ja schon gesagt hat, dadurch, dass wir da einfach die Mannschaften generell ganz anders bespielt haben. Auf jeden Fall, richtig. Und dementsprechend aber du natürlich auch da einige schwierige Spiele bestritten hast, die gewonnen hast. Deshalb als Dauerkarteninhaber live dabei zu sein, wenn dann auch so Spiele erfolgreich gemacht werden, ist immer ein bisschen angenehmer, als nur im Fernsehen dann zu sehen. Ja, also dementsprechend, es war im Endeffekt schon eine positive Saison, bin ich voll und ganz bei euch. Mit den Verletzungen und dem Kader und so weiter, da habe ich ein bisschen Probleme, das auch einzuschätzen, weil wenn ich mir dann so eine Tabelle angucke, dann sehe ich, okay, wir haben 31 Spiele in diesem Kader. Klar, wir haben da sehr viele, sag ich jetzt mal, Füllspieler in diesem Kader, die einfach keine oder eine ganz schlechte Qualität haben. Wir haben auch schon gesagt, da sind manche, die sind schon seit 3 Jahren so ungefähr verletzt und wir schleppen sie immer noch mit und ich weiß nicht, ob hier ein Anderson noch mit in die Tabelle reinging. Ich weiß es gar nicht, wann der uns verlassen hatte. Aber das sind so Sachen, wo du einfach merkst, da müsste sich auch langsam mal was verändern, damit du noch einen Schritt weiterkommen kannst. Entweder musst du den Kader ein bisschen verkleinern, weil die kosten ja auch, zumindest wenn sie nicht am Stück verletzt sind. Ich weiß nicht, die werden ja meistens dann kurz fit geschrieben, dann sind sie doch wieder. Also ob das dann alles so auf die Krankenkasse abzuwälzen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in der Kaderplanung hast du manches Geld dann nicht zur Verfügung. Das nervt ein bisschen. Mit der Abwehr, wie er schon gesagt hat in der Hinrunde, das war natürlich genial. Was man auch dazu sagen muss, nicht nur die Abwehr war genial, sondern auch defensives Mittelfeld mit dem Mascarell, der wirklich ja auch eine Bombenrunde gespielt hat. Und ja, da musst du natürlich sagen, so Ausfälle zu kompensieren mit einem Kader, der eigentlich in die Breite gemacht wurde, mit Spielern, die gutes Zweitliganiveau teilweise nur haben oder gerade so Bundesliganiveau. Das ist natürlich, da kannst du nicht mehr mitspielen. Und dementsprechend bin ich auch voll und ganz dabei zu kritisieren, ja, die Kaderplanung, insbesondere in der Winterpause, hätte nachgelegt werden müssen, wenn du den Anspruch hast, Europa noch anzugreifen und so weiter. Die Chance war natürlich, wenn du dir das heute jetzt im Nachhinein anguckst, beißt sich natürlich jeder in den Arsch. Aber wir haben es auch schon die ganze Zeit gesagt, was macht ihr denn da? Dann noch die Transfers von Huschti und so weiter. Habt ihr ja schon alles auch gesagt. Bin ich voll und ganz bei euch. Klar, DFB-Pokal war auch genial. Ist aber auch schade. So bist jetzt wieder so ein bisschen leer nach dieser Saison. So, ah, verdammt. Ne? Also so geht es mir einfach. Ich bin zwar generell zufrieden, weil schöne Spiele im Heimstadion gesehen. DFB-Pokal war auch ein geiles Spiel in Berlin. Aber prinzipiell ist natürlich schade, wenn du wieder sagen musst, ah, da wäre so viel mehr drin gewesen, wenn du nur ein bisschen mehr gemacht hättest. Ja, das stimmt schon. Ja. René, bei dir? Auch, aber selbe Bild, oder? Ja, also ich sehe die beiden Saisonhälften in der Tat ein bisschen differenziert. Die erste Saisonhälfte, also in Summe muss man erstmal sagen, bin ich absolut zufrieden, wenn man einfach mal guckt, wo wir gestartet sind zum Anfang der Saison, was für eine Erwartung wir hatten, auch mit Blick auf die Mannschaft, wie die Zugänge und das alles waren und wie sie es am Ende gezeigt hat, wobei man natürlich auch sagen muss, ohne das Pokalfinale und den Glück im Pokal hätte das Thema irgendwie ganz anders gefühlt ausgesehen. Die Hinrunde war halt einfach sehr charmant, weil man viele Überraschungen hatte, dadurch, dass man eben nicht wusste, was man, wie gesagt, von den Spielern erwarten soll. Man merklich sehen konnte, dass Kovac einfach viel Aufmerksamkeit drauf gelegt hat, eine Mannschaft draus zu formen, dass man gesehen hat, dass die Spieler mit Einsatz da reingehen und das ja auch aus meiner Sicht so der Hauptgrund war, warum wir viele von diesen Spielen einfach auch gewonnen haben, weil spielerisch stechen wir da jetzt nicht wirklich raus, aber du hast halt gesehen, dass eine geschlossene Einheit da sich immer mehr rausgebildet hat und da einfach fungiert hat. Und auch die Gegner uns so ein bisschen mehr Möglichkeiten gelassen haben, dadurch, dass man halt eben, ja, uns vielleicht das auch nicht zugetraut hat, wir mit der Taktik, die anderen das Spiel machen zu lassen und dann über Konter die Räume zu bespielen, ganz gut gefahren sind. Und das ist halt einfach dann ein Stück weit in der zweiten Hälfte, die ich dann eher so als
Realitätshälfte bezeichnen würde, nicht mehr gelungen, weil wir einfach am Ende mit den Kräften waren, die Spieler nicht da waren, die Gegner dann auch irgendwie gewusst haben, wie sie uns da bespielen sollen. Wir nicht mehr das Glück hatten, die wichtigen Mannschaften in den Heimspielen zu haben. Also da kam halt irgendwie alles zueinander und in Summe hast du halt eben das, was halt absolut realistisch ist, dass die Eintracht auf einem Tabellenplatz in der Mitte landen wird. Und das ist ja, ja auch das, wo wir ganz ehrlich in den nächsten Jahren auch noch sein werden. Ich meine, dürfte jetzt auch so ziemlich jedem klar gewesen sein, dass die vergangene Saison jetzt so die erste von mehreren Jahren des Umbruchs sein müssten, um halt einfach da auch den Weg in die Zukunft halt weitergehen zu können. Ja, grundsätzlich stimme ich dem zu, aber es ist halt schon so, dass man auch die Fehler, die jetzt halt auch gemacht wurden, wirklich, das darf man nicht unter den Tisch kehren. Das ist ganz wichtig, denn es ist schon extrem. Der Downfall in der Rückrunde ist schon brutal. Und das sind da spielen mehrere Dinge eine Rolle, aber die Eintracht ist schon mal in der Rückrunde, die bricht oftmals, eigentlich fast immer in der Rückrunde, ein bisschen ein. Aber wir hatten schon mal, wo es extrem war, wo wir dann sogar abgestiegen sind. So weit ging es jetzt bei weitem nicht, weil die Punktausbeute in der Hinserie besser war und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das muss uns zu denken geben und das muss ein absolutes Warnsignal sein und ich hoffe, dass das bei den Verantwortlichen auch so ankommt, denn was ist der Grund? Der Grund ist für mich der Hauptgrund, ja natürlich hier auswärts und so weiter und so fort, klar, schwere Gegner, aber du musst trotzdem sehen, dass du über 34 Spieltage eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommst und das haben wir in der letzten Saison nicht gehabt, das heißt, wir müssen dahingehend in der Transferstrategie schon noch ein bisschen was ändern. Ja, das ist das eine und wir müssen uns halt auch bewusst sein, auch wenn es die erste Saison von mehreren des Umbruchs war, so einfach wie in der vergangenen Saison auf einen internationalen Spielplatz zu kommen, wird es auch in den nächsten Jahren nicht werden. Ja, wahrscheinlich nicht. Vielleicht läuft es aber auch wieder wie jetzt. Also ich muss ja sagen, ein Heribert Bruchhagen wird doch wirklich mal Lügen gestraft mit dieser Saison, weil die Liga ist zementiert und so weiter. Hat man ja diese Saison gesehen. Es ist also immer mal möglich und da musst du aber auch bereit sein. Du musst voll investieren, auch wenn du mal die Chance hast und nicht dann die Chance auch noch verpassen. Aber klar, logisch, es wird wahrscheinlich schon ein Ausreißer sein. Ja, natürlich, wenn du überlegst, du hättest zwei Spiele mehr gewinnen müssen, einfach nur, und dann wärst du mitten da oben drin gewesen. Zu wenig Punkte wirst du in den nächsten Jahren nicht brauchen und die Konkurrenz wird ja auch nicht weniger. Ja, aber da lande ich schon wieder im Winter, ehrlich gesagt. Ich lande wieder im Winter, weil du sagst, es hätte gar nicht viel gefehlt. Es ist nicht viel gewesen, sozusagen, dass wir sagen, der Abstand ist zu groß. Natürlich landen wir im Winter, weil es hätte jedem eigentlich bewusst sein... Man hätte da ein Zeichen setzen müssen. Wir haben im Winter schon mal diesen Fehler gemacht, da haben wir uns angesprochen, wo wir abgestiegen sind. Da wurde dann probiert, kein Innenverteidiger, da haben wir probiert, Agi zu holen und haben gesagt, ach komm, dann probieren wir es mit Ricardo Clark. Und ich erinnere mich an Spiele, wo Ricardo Clark Innenverteidiger gespielt hat. Und wenn Chandler Innenverteidiger spielt, dann erinnert mich das ein bisschen daran. Und sorry, dann kannst du den Anspruch nicht haben. Dann kannst du nicht sagen, ja, mit Ricardo Clark oder mit Bastian Otschipko oder Chandler in der Innenverteidigung will ich jetzt nach Europa einziehen. Sorry, dann musst du was machen. Und die Eintracht braucht auch nicht so tun, als wäre das unmöglich und als wenn die jetzt im Winter einen Sechser verpflichtet hätten, als wenn der Insolvenzverwalter vor der Tür gestanden hätte. Weil du sparst das Huschti-Gehalt und dann kann mir keiner erzählen, dass nicht irgendwie 2 Millionen Euro irgendwo rumfliegen, um zu sagen, dann machen wir es halt jetzt anstatt im Sommer oder so. Weil, natürlich. Sorry, also. Der Vorstand und Trainerteam, die haben das Zeichen in der Winterpause nicht gegeben auf Attacke. Es war nicht so. Also die haben gesagt, wir geben Huschti ab, wir moderieren die Saison zu Ende, wir greifen aber nicht an. Und wie ihr es gesagt habt, es wäre niemals so einfach gewesen wie die Saison. Wie lange die anderen alle da rumgeguckt haben. Köln hat auch eine Downphase in der Rückrunde gehabt, wo gar keiner mehr, Axel war schon in tiefster Depression und hat gesagt, das schaffen wir niemals mehr. Die haben es jetzt am Ende geschafft, selbst Freiburg hat es dann dadurch geschafft, dass wir das Pokalfinale verloren haben. Ja. Und Freiburg und Köln sind Mannschaften, mit denen wir, nach meinem Selbstverständnis, sollte die Eintracht sich schon mit denen messen können. Und die werden jetzt Modest für 30 Millionen verkaufen, Freiburg verkauft Philipp für 20 Millionen. Ja, Leute, ich warte immer noch drauf. Bald muss es mal anfangen, dass es in Frankfurt auch so ist. Ich habe das Gefühl, die Verantwortlichen wissen das und gehen auch in vielen Bereichen in die richtige Richtung. Dieses Jahr haben wir es wieder nicht gepackt. Schauen wir mal, was jetzt noch im Sommer passiert. Aber man muss trotzdem, Marvin hat es gesagt, man darf das nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Eintracht hat es trotzdem versaut. Also die hat es versaut, aber nicht auf so eine unsympathische Weise wie diese Söldnertruppen teilweise. Und das Gibb oder Fee, das
da waren teilweise schon Mentalitäten in der Mannschaft, die mir nicht gefallen haben. Die entweder waren die zu trottelig oder die waren zu egoistisch. Also das sehe ich jetzt, das sehe ich jetzt nicht. Für mich sind da jetzt zwei Dinge im Nachhinein wichtig. Zum einen, was hat man jetzt daraus gelernt? Ich meine, dass man Fehler macht, ist ja erstmal prinzipiell nicht tragisch. Nur das Wichtige ist, dass man sie eben kein zweites Mal macht, sondern nach dem ersten Mal verstanden hat, was man da falsch gemacht hat und das dann eben nicht wieder eingeht. Und zum anderen, das wird sich jetzt so ein Stück weit zeigen, wie nachhaltig ist jetzt die Saison, wenn wir jetzt mal auf den Blick nach vorne gucken. Da kommen wir ja gleich dazu, dass einfach auch eine Menge Umbruch jetzt wieder im Kader ist. Aber welche ersten Grundsteine haben wir damit legen können für die Zukunft? Oder war das jetzt halt so, wir haben es versucht, das hat nicht funktioniert und dann ist es wieder dahin. Also da, ja, genau. Im Chat, da, ganz kurz, im Chat kommt noch die Anmerkung und die kann ich durchaus auch verstehen und das finde ich auch jetzt durchaus spannend zu sehen. Europa mit 2 gewonnenen Spielen mehr, schön und gut, aber wenn wir den Kader schon nicht breit genug haben, um das in der Liga zu machen oder zu bewerkstelligen, dann wird es halt auch schwierig in Europa und es wird spannend zu sehen, wie breit wirklich der Kader von dem FC und Freiburg da einfach auch ist, das irgendwie zu haben. Ah, ja, aber das ist auch wieder... Naja, es ist schon wichtig. Also, ja, aber nee, mich nervt dieses Argument trotzdem ein bisschen, weil wir sind hier nicht beim Bausparvertrag durchlesen, sondern das Fußball, natürlich will ich in den Europapokal, ist mir doch dann egal. Ja, natürlich, emotional will ich auch in den Europapokal, aber ja, wenn aber du so dir anguckst, wie die erste Saison dann danach ist. Ja gut, aber das muss man trotzdem gebacken kriegen, dann trainierst du halt ein bisschen weniger, meine Güte. Und das sind auch irgendwie so viele Spiele. Also ich muss ganz ehrlich sagen, solche Gedanken sind natürlich berechtigt, aber das ist mir viel zu rational, weil was soll Freiburg dann sagen? Oh, dann gewinnen wir jetzt lieber mal nicht, dann spielen wir nächstes Jahr nicht im Europapokal. Im Europapokal ist eine Sache, da weißt du gar nicht, wann das mal irgendwann wiederkommt. Da musst du zugreifen und du kannst dich dann im Sommer dementsprechend kannst du ja reagieren. Du spielst ja nicht sofort im Europapokal. Dann leihst du dir halt 3 Spieler mehr aus und kriegst das schon gebacken und kriegst ja auch, hast auch viel besseren Zugriff auf Spieler, wenn du so anbieten kannst, hier, wir spielen nächstes Jahr wenigstens Euroleague. Das sehe ich gar nicht so. Klar wäre das für die Eintracht eng geworden, aber das will und würde ich ausblenden, wenn die Eintracht wieder die Situation hätte, in den Europapokal zu kommen, selbst wenn die mit Oczipka im Tor spielt. Also mir dann egal. Gerade eben hast du dich noch beschwert, dass er Innenverteidiger spielen muss. Jetzt willst du ihn ins Tor stellen? Also ich weiß ja nicht. Ich wollte damit nur mein Argument bekräftigen. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich muss sagen, für mich war eigentlich der Pokal eigentlich viel wichtiger. Also mir wäre es jetzt gar nicht darauf angekommen, irgendwie wirklich in den Europacup zu kommen. Ich hätte eigentlich einfach den Pokal in den Händen gehalten, den Pokal. Das war für mich so ein bisschen das Ding. Natürlich wäre aber wir hätten es auch irgendwie hinbekommen, zumindest ein paar Runden zu spielen. Ja, und wenn wir uns direkt qualifiziert hätten, dann hättest du auch ja mal ein bisschen Geld locker gemacht. Und darüber wollte ich jetzt auch gerade noch sprechen, denn die Sache ist ja die, du hast ja eben gesagt, haben wir einen Grundstein gelegt für die nächste Saison? Ich denke schon. Und zwar nicht zwingend in der Liga, aber im DFB-Pokal. Und der DFB-Pokal hat uns so viel Geld eingespielt. Also natürlich ist das für andere Vereine nicht wirklich viel Geld, aber für die Eintracht ist das schon ordentlich Geld, was wir jetzt auch dadurch durch die Finalteilnahme bekommen haben, die uns zumindest erlaubt, den einen oder anderen Spieler fest zu verpflichten. Und ich denke, dadurch muss man dann schon sagen, allein wirtschaftlich war es doch eine relativ erfolgreiche Saison. Ja, ich finde auch, wenn wir die Saison jetzt nicht nur sportlich betrachten, sondern wirtschaftlich, was Marvin auch gemacht hat, finde ich, muss man auch so ein bisschen einen Punkt aufmachen, dass die Eintracht emotional was nach vorne gebracht hat. Also die Eintracht hat trotzdem diese Saison emotional was bewegt, sowohl die Fans in ihrer Außenwahrnehmung deutschlandweit durch diesen Auftritt beim Pokalfinale, der nicht dadurch geprägt war, dass wir irgendwas Asoziales gemacht haben, sondern dass viele uns Respekt gezollt haben. Das hat die Eintracht trotzdem deutschlandweit wieder ein bisschen mehr auf die Karte gepackt. Also, dass Deutschland irgendwie gesehen hat, was hier in der Stadt los ist. Wir haben das gemerkt, die Stadt untereinander hat das gemerkt. Du hast schon gemerkt, dass hier noch viel Potenzial brach liegt. Dass die Leute eigentlich keinen Bock haben, sich jedes Jahr über die Eintracht aufzuregen, sondern dass die Leute die Eintracht trotzdem geil finden. Und ich finde, auch dadurch, dass die Eintracht am Anfang der Saison wurde die Eintracht so beleuchtet, ja, so viele Nationalitäten, da gab es am Anfang kritische Stimmen, die Eintracht hat das perfekt umgekehrt und hat gesagt, Leute, es funktioniert. Da hat Sky dann auch darüber berichtet, was sie auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bringt. Die Mannschaft hat das mit ihrem echt super Teamgeist, ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre, wäre die Eintracht echt noch eine arge Bredouille in der Rückrunde und hätte absteigen können, wenn dieser Teamgeist nicht da gewesen wäre, zu sagen, wir gewinnen dieses Spiel, obwohl wir 1-0 gegen Augsburg zurückliegen, gewinnen wir noch und dann geben wir uns nicht auf.
dann haben die sich trotz, obwohl die auf der letzten Felge gefahren sind, im Pokalfinale echt super verkauft. Die Mannschaft, die Fans, die Verantwortlichen, alle. Das hat schon eine Visitenkarte gegeben. Das heißt, ich finde, das kann man auch mit in die neue Saison nehmen. Diese, zumindest dieses Wissen, dass ein Potenzial für diese riesige Euphorie da ist. Es ist nicht ausgeschöpft worden, weil im Endeffekt dann hat es doch dieser Pokal in den Händen und diese Feier danach hat gefehlt. Aber zumindest konnte man mal ganz kurz unter die Decke schauen, da ist einiges los. Also die Eintracht muss das jetzt auch nutzen, was Sponsoren betrifft, haben sie jetzt scheinbar gemacht. Die muss das aber auch nutzen, was Spieler betrifft, zu sagen, okay Leute, habt ihr geschaut, was Vallejo hier für einen Sprung gemacht hat, gibt uns auch mal einen geilen. Genau, haben jetzt auch einen hoffnungsvollen verpflichtet. Der Trainer hat gezeigt, dass er die Mannschaft gut zusammenhalten kann. Und ich hoffe, dass der Trainer bleibt, hat er auch gesagt. Und dass sie ihm jetzt, ja, gucken, dass sie ihm gutes Material zur Verfügung stellen. Und dass die Eintracht in allen Bereichen weiter so wächst, wie sie es jetzt eigentlich ganz gut gemacht hat. Weil man muss auch eins sagen, wir haben uns immer darüber beschwert, dass die Eintracht die Vermarktung nicht hinkriegt. Aber diese Euphorie, die jetzt hier war, die Eintracht einigermaßen gut mitgenommen. Was, ja, also, das stimmt. Das hat damals mit diesen Auf-Jetzt-Videos hat es angefangen. Jetzt so dieses bisschen Merchandise für Berlin, diesen ganzen Spirit und Social Media hat sich arg verbessert und ja, das ist auf jeden Fall was, wo du sagst, okay, das ist natürlich eine Umbruchsaison, die Eintracht fängt kadertechnisch teilweise auch wieder an gewissen Stellen bei Null an, aber was den Verein im Gesamten betrifft und diese Sicht, die nicht nur wir, sondern auch andere auf die Eintracht haben, die ist vielleicht trotzdem ein bisschen positiver geworden. Und ich hoffe, dass man das irgendwie greifen kann und dass man dann gut in die Saison startet, um das quasi am aufrecht zu halten und nicht, dass man denkt, ah, toll, letztes Jahr war ein Ausrutscher und wir scheiden jetzt in Erntebrück aus und alles ist wieder beim Alten. Also. Genau. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, es gibt ja diese Seite fußball-geld.de, die machen ja immer so Aufstellungen und demnach haben wir aus dem Pokal etwas über 11 Millionen mitgenommen. Ja, aber dafür haben wir auch 7 Millionen Fernsehgelder verzockt. Ja. Durch die Absturz in der Rückrunde. Ne? Das ist richtig. Ja, aber nur um da auch mal eine Zahl in den Raum zu stellen. Ja, bleibt noch etwas zu erwähnen zu der vergangenen Saison? Gibt es irgendwelche Highlights oder Lowlights? Mein Highlight war Rio Gotas Elfmeter neben Marvin und Alex im Eintracht-Block. Das war von dem Moment her, aber natürlich war, gesamt gesehen waren die Minuten nach Rebic 1-1 war, glaube ich, das Magischste diese Saison. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch. Nö, damit haben wir das. Gut, dann lasst uns einen dicken, fetten, riesigen Haken an die vergangene Saison machen und so ein bisschen nach vorne gucken. Das hat sich ja jetzt doch einiges getan. Wir haben eine lange Liste. Ganz kurz, ich habe was vergessen. Das wollte ich eigentlich schon ins Dokument schreiben, habe dann aber mit meinen dicken Fingern nicht mehr gekriegt. Wer ist für euch der Spieler der Saison? Können wir eigentlich mal hier wählen. Also jeder nennt einen. Das ist eine gute Idee. Ich schreibe mal auf. Tough. Taffe Angelegenheit. Jener der Saison. So, dann machen wir hier eine schicke Liste daraus. Dann können wir das nachher in die Shownotes packen. Ja, also für mich ist es Marco Fabian. Ich muss sagen, jemand, der mich positiv überrascht hat. Ich könnte natürlich eigentlich, Vallejo könnte ich eigentlich normalerweise nehmen, weil er für mich einer der konstantesten und besten Innenverteidiger war, die ich einfach in den letzten Jahren hatte, aber ich entscheide mich einfach für Marco Fabian, weil ich denke, das ist jemand, der nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat zum Vergleich zu seinem ersten Halbjahr hier und hat gezeigt, dass er wertvoll sein kann für die Frankfurter Eintracht und hat so ein bisschen spielerisches Element reingebracht, was nicht auf dem Frankfurter Niveau ist, sondern weit darüber hinaus. Ich meine als Omar Mascarell. Ich finde so, klar, der oft gefehlt wurde gegen Gelbsperren, also sind dann am Ende verletzt. Aber ich habe immer Bock gehabt, ihm zuzugucken. Eine kluge Pässe gespielt, ist immer aggressiv gewesen. Also ist ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne behalten würde, auch wenn ich nicht viel Hoffnung habe, dass er bleibt. Aber meine Stimme geht an Mascarell. Okay, Dennis? Meine Stimme geht an Hasebe. Und zwar, weil du gesehen hast, wenn er an der richtigen Position eingesetzt wird, die ihm liegt. Und das war im Endeffekt, wie ihr vorhin schon besprochen habt, in der Mitte der Dreierkette zu spielen und so ein bisschen auch Libero-mäßig das zu gestalten, fand ich perfekt und nicht so ein Quatsch wie in den letzten Saisonspiel rechter Außenverteidiger ach was weiß ich. Also es waren ja teilweise wirklich skurrile Sachen und jeder hat gesagt, was spielt der für eine Scheiße, was ist denn das für ein Spieler, der ist über dem Zenit. Ich finde, er hat gezeigt, dass er in dem Alter genau seine Position wieder gefunden hat und da super gespielt hat. Also Hasebe, sehr gut, sehr gut. René, du bist...
Ich habe lange jetzt gerade eben überlegt, während ihr die aufgezählt habt, aber ich würde in der Tat, ähnlich wie Basti, auch auf meine Stimme an Omar Mascarell geben, weil er für mich solide waren viele Spieler und alles, aber ich fand ihn so der, der mich am meisten überrascht hat und mir von seiner Art und Weise auch am sympathischsten war. Ruhig, unaufgeregt, natürlich mal irgendwie mit der nötigen Härte, aber halt einfach auch in so einem zentralen Element. Von daher für mich ein extrem wichtiger Spieler in der vergangenen Saison, ähnlich wie es Basti auch schon gesagt hat, große Hoffnung, dass er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Spieler ist. Sehr gut, okay. Ja. Da hast du ja schon Überleitung für die kommende Saison gefunden. Ja, das ist, was ich hier alles immer finde, hervorragend. Genau, aktuelles. Ich habe es jetzt mal in einer nicht chronologischen Reihenfolge aufgeschrieben. Ich glaube, es kommt trotzdem so weit hin. Ich würde jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen. Wir haben einiges an Verpflichtungen. Fangen da mal an mit Dani da Costa. Ja, super Sache. Mhm. Also ich bin extrem froh, dass wir jemanden wie Dani da Costa dazu bewegen können, nach Frankfurt zu kommen. Dani da Costa, der mir bei Ingolstadt vor einigen Jahren wunderbar gefallen hat, auch ja U21-Nationalspieler, deutscher Nationalspieler gewesen. Das war schon mal eine richtig gute Angelegenheit, hat mich sehr gefreut. Und ich denke, er ist auf der Rechtsverteidigerposition, hat jetzt in Leverkusen kaum gespielt, hat sehr viele gute Spiele aber in Ingolstadt gemacht. Ich denke, auf der Rechtsverteidigerposition ist er ein richtig guter Ersatz für Chandler und jemand, der Chandler richtig Feuer unter dem Hintern macht. Nicht, dass er es zwingend benötigt, denn Chandler hat eine sehr, sehr gute Runde gespielt im Vergleich, aber trotzdem Konkurrenz belebt auch das Geschäft. Ich denke, also ich lehne mich immer aus dem Fenster und ich denke, dass wenn er fit bleibt, dann wird der Chandler, dadurch, dass er fußballerisch um Klassen besser ist, wird der Chandler, glaube ich, verdrängen, ehrlich gesagt. Weil für mich Chandler über sein Verhältnis gespielt hat. Ich bewundere ihn, wie er das gemacht hat. Ich hätte ihm das niemals zutraut, im Leben nicht diese Saison. Aber ich habe im Gefühl, dass da Costa, glaube ich, echt eine unterschätzte Verpflichtung ist, weil er, wenn er nicht so krass sich verletzt hätte, glaube ich, selbst in Leverkusen eine Chance gehabt hätte, Stammspieler zu werden. Und eigentlich kriegen wir dann solche Spieler gar nicht. Also haben wir Glück gehabt, wo er Pech gehabt hat, dass er sich so schwer verletzt hat. Ja. Ist da nicht mehr reingekommen. Wenn er seine alte Form findet und wenn er ernst bleibt und an die Leistung, die man von ihm aus auch aus den U-Mannschaften kennt, da ist das eine Granatenverpflichtung für die rechte Verteidigerposition. Also von daher. Hat eine gerade auch was eventuell eine offensivere Qualität bedeuten würde. Also, dass mal ein bisschen schärfere, klugere Flanken vielleicht kommen könnten. Er hofft mir auf jeden Fall viel. Hat ja auch eine gute Grundschnelligkeit, ja. Genau. Als Rechtsverteidiger eine super Sache und für die 1 Million, die wir da jetzt ausgegeben haben, ist extrem wenig für einen ehemaligen Junioren-Nationalspieler, der auch noch Perspektive hat. Also wir haben ja schon öfter richtig gelegen mit Transfers von Leverkusen aus, da erinnere ich auch an Otschipka, der auch in der letzten Saison einer der Tragsäulen war, muss man ja wirklich sagen, auch wenn er davor nicht so gut eine Saison gespielt hat, aber auch Schwegler damals hat ja uns auch geholfen. Also es kann gut sein, dass da Costa der nächste ordentliche Transfer wird, den die Eintracht sich geangelt hat. Wieso musste ich jetzt gerade an, mir fällt der Name nicht, an den Spieler auf links denken, den wir von Leverkusen hatten in der einen Saison, wo wir uns so fürchterlich drüber aufgeregt haben. Och, Kinders, helft mir. Linke Seite, linke Verteidiger von Leverkusen. Nee, nicht linkes Mittelfeld. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich komme jetzt gar nicht drauf. Nach der Sendung wird es mir wieder einfallen, ich weiß es. Das wird nicht so relevant gewesen sein. Genau. Weitere Verpflichtungen. Gelson Fernandes. Ja, interessant. Auch gut. Okay, ja. Finde ich als Ergänzung. Wir brauchten Sechser, da haben wir einen gekriegt, der schon bewiesen hat, dass er in der Bundesliga bestehen kann. Ist jetzt nicht der größte Hoffnungsträger für die Zukunft, aber ich habe mich gefreut, als er verpflichtet wurde und er kann auf jeden Fall sagen, wenn Mascarell würde bleiben, dann wäre Mascarell für mich der Number One Sechser und der kann dann locker der zweite Part sein. Also ich hoffe nicht, dass er der Sechser ist, der alles rausreißen soll, wo dann quasi noch einer gesucht wird, der neben ihm spielt, sondern ich hoffe, dass er derjenige ist, der neben einem, ich will es jetzt mal Baba-Sechser nennen, spielt. Dafür ist er ausreichend. Wir holen auf jeden Fall so oder so noch einen, auch wenn wir Mascarell behalten, also mit 3 Sechsern in so einer Saison, die einigermaßen auch defensiv und auch offensiv vielleicht was können, das wäre schon nicht schlecht. Also nicht wieder, also es ist ja wirklich, ihr habt es vorhin auch angesprochen, nur ganz kurz mit Gasinovic, der hat seinen Job wirklich nicht schlecht gemacht, aber es ist auch jetzt nicht so, dass man sagt, oh ja, ich will jetzt eine ganze Saison wieder sehen, wo ein Gasinovic auf der 6 spielt. Nee, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir ihn auch in den
der nächsten Saison wesentlich öfters da sehen werden, als uns vielleicht lieb ist. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Plan ist, ihn da in die Richtung auch so ein bisschen zu entwickeln. Du hast ja auch verlängert mit Medojevic, ne? Der ja auch ein defensiver Mittelfeldspieler ist, ne? Genau, wenn das wäre weiterhin auf meiner Liste gewesen, aber ja, genau, der hat ja jetzt auch nochmal verlängert. Genau, aber trotzdem würde ich sagen, nochmal zurück zu Gelson Fernandes, ist ein Spieler, der ja bewiesen hat, der auch fast immer in den Vereinen, in denen er gespielt hat, auch ja wirklich aktiv war. Also es ist jetzt nicht so oft auf der Bank gesessen, auch jetzt bei Startrennen über fast 3 Saisons. Ordentlich gespielt. Mich wundert halt, dass er trotzdem eine sehr, sehr krasse, wie soll ich sagen, Transferhistorie hinter sich hat, auch schon mal bei Man City gespielt. Dann war er ja mal beim SC Freiburg, wo er auch kein schlechtes Zeugnis abgelegt hat. Ganz im Gegenteil, ne? Der Zugzwang, der Sven hat ja geschrieben, hat irgendwie in diesen paar 30 Spielen, die er gemacht hat, hat er alles niedergerannt. Also ist jemand, der schon viel läuft und so. Ich finde es in Ordnung. Für 500.000 Euro kolportierte Ablösesumme kann man das auf jeden Fall machen. Das ist kein Verlust. Ja, ich will aber wirklich sagen, dass wir hier definitiv noch die Bemühungen intensivieren müssen, um nochmal qualitativ jemanden zu holen. Das sollte wirklich im Fokus unserer Betrachtung stehen. Wenn die Innenverteidigerposition erschöpft ist, wird dann das der nächste Bereich sein, wo nochmal Geld investiert werden müsste. Ja, sehe ich auch so. Genau. Warte immer noch, warte, wir warten seit 2 Jahren hier auf den Sechser. Auf den wichtigen Sechser, ja. Ist echt so. Das wäre schon eine geile Situation, wenn wir jetzt in sehr starken Sechsern, von denen wir alle begeistert sind, und dann spielt er neben Mascarell und du hast Fernandes noch auf der Bank, falls sich einer verletzt und dann, falls sich noch einer verletzt, hast du auch noch Stendera. Und genau, wenn alle Stricke reißen, dann ist Medojevic da. Und wenn noch ein Strick reißt, ist Gacinovic da. Dann hast du theoretisch gesehen 6 Stück. Und das sollte dann reichen. Dann so viel Pech kann kein Mensch mehr haben, dass sich dann alle verletzen. Dafür bräuchten wir noch einen. Also die Eintracht sollte echt noch, wenn die Eintracht noch vorhat, irgendwie eine Bombe zu zünden, dann sollte das auf der 6er Position /8er Position sein. Ich hoffe, dass sie Eintracht hinkriegen, weil ich sehe uns ansonsten momentan, ja, vorne, da müsste dann vielleicht noch einer kommen, aber dann ist zumindest die erste Elf, würde einigermaßen passabel aussehen, finde ich. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen, sind ja noch gar nicht fertig mit den ganzen. Genau, wir sind noch nicht fertig. Medojevic, habt ihr schon gesagt, bleibt noch für ein Jahr, genauso Marius Wolf, auch noch für ein Jahr ausgeliehen. Ja. Ja, genau. Interessant. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht. Dass Wolf jetzt noch für ein Jahr geliehen wird. Ja. Also ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Hätte ich nicht wirklich gedacht. Aber hat auch ganz ordentlich eigentlich gespielt gehabt. Ja, gut, aber der Junge hat halt drei Spiele gemacht. So, weißt du, was willst du? Aber kann es nicht derselbe Grund sein, warum wir ihn überhaupt verpflichtet haben? Hat es nicht irgendein Hörer auch gesagt, dass das irgendwie eine Local Player oder beziehungsweise deutschen Quotenkram irgendwie damit was auf sich hatte? Das kann schon sein, Das kann sein, aber das hättest du theoretisch auch irgendwie auffangen können mit eigenen Junioren, die du hochziehst, ja. Aber ich denke, ich gehe fast eher davon aus, dass die Chemie einfach innerhalb des Teams stimmt, auch mit Marius Wolf, dass er sich mit dem Trainer versteht und dass der Trainer Kovac schon denkt, dass da noch mehr möglich ist. Insofern für uns ja eine relativ wenig kostenintensive Situation und dann finde ich, kann man das machen. Ich bin gespannt, wie viele Spiele Marius Wolf macht, aber er scheint sich hier wohl zu fühlen, insofern nicht ganz so schlimm. Ja. Genau, und dann haben wir noch verpflichtet den Herren Salcedo, wo ich vergessen habe, den Vornamen aufzuschreiben, als neuer Mann für die Innenverteidigung. Ja, finde ich interessant. Also ich muss sagen, habe ich bislang nicht so häufig gesehen. Der Name hat mir sofort was gesagt, mehr aber auch nicht. Salcedo hat ja auch gestern im Confed Cup gespielt, den ich mir nicht angeguckt habe. Ja, muss man jetzt nicht alles angucken, aber ist ein Spieler, der schon bei ordentlichen Vereinen unter Vertrag gestanden hat, zuletzt bei einem AC Florenz. Da müsste ich halt wissen, warum hat er nur die Hinrunde gespielt und nicht die Rückrunde? Da müssen wir mal drüber reden. Keine Ahnung, ob es da deutliche Schwächephasen gab. Und ansonsten, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall nicht so ganz so verkehrt, denn er hat ja einen Teamkollegen, den er kennt, den Marco Fabian. Vielleicht auch nicht schlecht in Sachen Integration. Ja. Das hat für mich bei Vallejo-Schock so ein bisschen beruhigt. Also das... Was heißt Schock, aber ich war dann schon traurig, dass Vallejo endgültig gegangen ist, scheinbar jetzt. Und dann hat man aber gedacht, gut, wenn wir mit Salcedo, was man von ihm gelesen hat, ich habe ihn jetzt auch nur 2-3 Mal, aber auch nicht aktiv verfolgt, will ich jetzt nicht sagen. Aber wer was man so liest und was seine Daten, dass man sich schon vorstellen kann, dass er so ein bisschen Typ Zambrano ist, vielleicht sogar ein bisschen heißblütiger, sehr robust.
wenn er neben einem ruhigen, besonderen Abraham spielt, könnte das auch eine gute Innenverteidigung sein. Also, dass du, wenn du das dann vorstellst, Abraham und Salcedo sind die ersten Innenverteidiger, das würde mir jetzt auf jeden Fall keine Magengeschwüre machen. Klar müsste dann vielleicht noch einer kommen, der in der Hinterhand ist, aber für mich klingt da diese Innenverteidigung Abraham Salcedo klingt für mich gut eigentlich. Also da wäre ich mit zufrieden. Wir sind ja immer noch auch Eintracht Frankfurt, wir dürfen es auch nicht übertreiben in alle Richtungen. Ja. Das ist eine solide Verpflichtung, der zumindest eine gute Hinrunde bei Florenz gespielt haben muss. Und Florenz ist jetzt auch kein Kinderverein. Also von daher, runde Sache, was dann daraus wird, können wir nicht beurteilen, deswegen muss man dem abwarten. Aber Grundstimmung ist bei mir, was den Transfer betrifft, positiv. Ja. Ja, für mich auch. Geliehen oder gekauft? Geliehen mit Kaufoption. Kaufoption. Mit Kaufoption, okay, gut. Genau. Wie lange ausgeliehen? Erstmal ein Jahr, gell? Erstmal ein Jahr ausgeliehen und dann geht's weiter. Können wir mal sehen. Der ist halt auch erst, man darf nicht vernachlässigen, mit 23 ist der auch noch relativ jung. Also wir werden auch in der nächsten Saison wieder keine ganz alte Truppe haben. Und da ist Entwicklungspotenzial, wenn er aber auch gleichzeitig zeigt, er will das. Ne? Und als aktiver Nationalspieler Mexikos ist das ja auch nicht so verkehrt. Ich denke, da kann sich was entwickeln. Es ist wie immer ein Fragezeichen da, aber ohne Fragezeichen wird die Eintracht nicht arbeiten können. Nee, aber das scheint sich ja so ein bisschen dieses Konzept jetzt auch durchaus durchzuziehen. Und da sind wir ja jetzt in der Saison ganz gut mitgefahren und ich habe da momentan schon ein ganz gutes Vertrauen auf die Scouting-Abteilung, wo wir gleich auch nochmal dazu kommen, dass man da schon so überraschende Spieler auch rauszieht und vielleicht lässt sich daraus ja dann auch langfristig was entwickeln, dass man Spielern einfach eine Bühne bietet und dann, ja. Mhm. Zumindest haben wir bei dem Vorteil, den wir jetzt bei ihm haben, wenn wir uns genauso verlieben in ihn wie in Vallejo, können wir ihn wenigstens zu Hause einsperren, will ich jetzt mal so sagen. Also, ja, Vallejo, genau, richtig, ja. Vallejo mal die Ablösesumme auch dann anschauen, die Kaufoption, das ist ja dann oft, ich hoffe, dass sie mal gut verhandelt haben, aber also ich kann mir vorstellen, dass da so 8 Millionen da steht oder sowas, wo du denkst, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Bei der Eintracht hat man echt das Gefühl, die Eintracht handelt auch oft Kaufoptionen auf und ist dann am Ende sowieso gar nicht bereit, das zu zahlen. Das war jetzt. Genau. Das war ja bei Anderson so, das war jetzt bei Rebic so. Genau, das ist, also dann denkst du dir, Leute, warum habt ihr das denn? Also, ja, gut. Genau, da, hervorragende Überleitung, Basti. Das wäre jetzt die Punkte gewesen, wo ich hätte darauf hinleiten wollen. Dann war ja noch die ganze Zeit die Frage, ziehen wir die Kaufoption bei Rebic oder nicht? Das ist lange hin und her gegangen und wir haben sie dann am Ende nicht gezogen. Das heißt, Rebic hat den Verein wieder verlassen. Mit ihm Seferovic, Lindner, Hector, Varela und Tarasay. Also erstmal auch eine ganze Reihe von Abgängen und Vallejo, der ja auch wieder zurück zu Real ist. Also von daher auch ein bisschen Entschlankung im Kader mal wieder. Da, ich habe trotzdem noch eine 5% die Resthoffnung, dass Real dann in der heißen Transferphase irgendein Brett holt und die dann sagen, ja komm, Digga, geht doch noch ein Jahr nach Frankfurt. Meinst du? Ja. Ich habe ja gesagt 5%, also von daher. Könnte schon sein, warum nicht? Und auch mit der Kaufoption für den Rebic, ist ja nicht gesagt, dass er dann nicht trotzdem nächste Saison bei uns spielt. Oder wurde er jetzt schon weiterverkauft, was ich gar nicht mitbekommen habe. So weiterverfolgt habe ich es jetzt nicht. Aber die Kaufsumme war natürlich meiner Meinung nach ein bisschen hoch. Und da musst du natürlich sagen, vielleicht pokern sie, vielleicht versuchen sie jetzt im Endeffekt einen besseren Deal auszuhandeln. Ich weiß nicht, was für ein Standing er beim aktuellen Trainer dort dann hätte. Vielleicht kannst du ihn dann wirklich für 2 Millionen holen. Ich bin ganz ehrlich, also zu Rebic haben wir uns ja auch schon oft geäußert. Ich fand es nicht zu teuer, ehrlich gesagt. Ich fand einen Spieler von der Qualität, die er jetzt in der Rückrunde eigentlich gezeigt hat, die ich mir die ganze Zeit erhofft habe, finde ich es eigentlich angemessen. Ich hätte ihn auf jeden Fall verpflichtet, aber durch die wilden Diskussionen, die dann da auch bei Twitter dadurch entstanden sind, wo ich auch viel Kritik an meinen traurigen Herzen bekommen habe, gab es ja auch viele Stimmen, die gesagt haben, dass Kovac mit ihm irgendwie nicht zurechtkommt und dass er vielleicht 2-3 Sachen gemacht haben könnte, die genau diesen Teamspirit, den wir vorhin beschrieben haben, gefährden vielleicht. Und Kovac dann jemand ist, der da rigoros ist und sagt, nee, Digga, fällt aus, mach's gut. Es wird vielleicht einen Grund haben, warum wir nicht haben wollen, den wir nicht wissen. Das will ich gar nicht bestreiten. Ja. Was wir hier nur beurteilen können, sind Sachen, die zu uns dringen. Ja, und da bin ich sehr, sehr traurig, dass er geht, weil ich ihn in der Rückrunde obwohl die Eintracht nicht so gut drauf war, echt stark gesehen habe. Und ich mag ihn als Spielertyp, ich mag ihn als Typ. Und ich glaube, das Tor, was er in Berlin gemacht hat, ist das, was ich mir eigentlich von ihm erhofft hatte. Und er hat da vielleicht manchmal dann daneben geschossen, aber er hat eine gute Technik, er kämpft, er ist schnell.
Also ist eigentlich ein Spieler, der schon alles mitbringt, ja, um Publikumsliebling zu werden. Ja. Hätte ich für den Preis auch genommen. Aber wenn Kovac ihn nicht für den Preis nimmt, bin ich bereit anzunehmen, dass irgendwas ist, was ich nicht weiß, was dann dazu geführt hat, dass man davon abgesehen hat. Weil ja, ansonsten, wenn ich das nicht so wäre und die Eintracht verpflichtet jetzt plötzlich bald André Hahn für 1,5 Millionen mehr, für einen Spieler, den ich eigentlich schlechter finde, dann hätte ich gedacht, ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum Freddy Bobic hier ist, weil das hätte ich überhaupt nicht verstanden. Bin gespannt, was die Eintracht macht. Das kann natürlich auch sein, was der Dennis sagt. Vielleicht holen sie ihn dann doch plötzlich für 2 Millionen und sagen, hoho, verarscht. Keine Ahnung. Das sind alles nur Vermutungen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Ja, ich würde ganz kurz da mal einhaken, denn ich glaube, also das, was ich auch gehört habe, ist, ja, natürlich ist es ein schwieriger Spieler und das Problem ist, dass die Mannschaft auch in der nächsten Saison wieder sehr betreuungsintensiv ist. Also du wirst in der nächsten Saison wieder Spieler haben, die integriert werden müssen. Spieler haben, die aber alle an einem Strang ziehen müssen, um an der Integration dieser einzelnen Spieler mitzuwirken, damit du wieder auf ein Leistungsniveau kommst. Und jemand wie Rebic hat unbestritten die Qualität, die er auch im Pokalfinale gezeigt hat und so weiter und so fort. Aber es hat gleichzeitig auch ein schwieriges Element und ist sehr betreuungsintensiv alleine. Und von dem, was ich gehört habe, ist es dem Trainerteam auch nicht möglich, so viel Zeit auf einen Spieler zu verwenden, während du die gesamte Mannschaft betreuen musst. Das heißt also, die Eintracht sucht sich jetzt auch den Kader aus nach Charakteren, die einfacher klicken. Und bei Rebic muss es offensichtlich nicht der Fall gewesen sein. Also das ist mein Stand, was ich mitbekommen habe. Und dann ergründet sich das dadurch. Du hättest es vielleicht, wenn es ein Schnäppchen gewesen wäre, vielleicht hättest du es trotzdem mitgenommen, hättest es nochmal weiter probiert, weil er natürlich sich jetzt auch einigermaßen hier auskennt. Der hat ein Jahr hier gespielt. Aber anscheinend passen die Fakten nicht so zusammen und dann hat man sich im Grunde dann dagegen entschieden, weil man gemerkt hat, okay, das würde zu viel Aufwand kosten und der Ertrag wäre ungewiss. Ja, und das ist natürlich ein Ding, das muss man abwägen, das ist dann auch unpopulär, aber solange die Eintracht das Geld anderweitig dann sinnvoll investiert, dann müssen wir damit dann auch leben. Ja. Jo. Ja, das wäre, ja, sehe ich genauso wie der Marvin. Man muss den Leuten da vertrauen, die da das entscheiden, aber sollte man dann André Hahn verpflichten, fände ich blöd, sage ich jetzt so. Ja, ich weiß nicht, aber hat man jetzt auch nicht mehr so viel von gehört, dass das jetzt wirklich irgendwie. Ja, aber es war schon ziemlich, die Fahndung sollten ja angeblich schon ziemlich fortgeschritten sein, wer weiß, was jetzt noch passiert. Ich sage ja auch nur, wenn, ich sage ja nicht, dass die Eintracht macht und bin jetzt sauer, sondern ich fände es. Nee, klar. Ich fände es nicht so gut, einen großen Teil von dem Geld, was wir eh nicht so viel haben, für einen Spieler wie André Hahn auszugeben, der meiner Meinung nach sehr viel Willen hat, aber der in seinen Möglichkeiten trotzdem begrenzt ist und man gesehen hat, was ein Spieler, der viel arbeitet und was er erreichen kann. Aber ich glaube, er könnte der Eintracht ehrlich gesagt nicht weiterhelfen. Hahn. Für das Geld halt, was soll der kosten? 5 Millionen oder sowas, ne? Ja, wenn es langt. 4,5 bis 5, irgendwie sowas, ja. Ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass wir dieses Geld aktuell in die Offensivposition überhaupt nicht investieren. Ich gehe eher davon aus, dass in der Innenverteidigung sich nochmal was tut. Und dass, wenn du dann noch Geld verfügbar hast, dass du dann vielleicht in Offensiv noch was tut. Aber jetzt du auch noch was so holst, Geld, ja, wie man ja, gesagt jetzt haben. So viel Geld in einen Offensivspieler zu stecken. Wir haben ja einen Gacinovic. Wenn der Gacinovic auf seiner Position spielen kann, dann brauchst du den. Vielleicht auch nicht. Du hast ja einige Offensivspieler, wie gesagt, Marius, vielleicht müssen wir jetzt auch nochmal darüber reden, irgendwie den Eigner zurückzuholen, der vielleicht irgendwie vielleicht ein günstiger Backup plötzlich sein kann, ja, der dann nicht mehr so viel Geld bekommt, wie er zuletzt bei 68 bekommen hat, aber froh ist, vielleicht in der Bundesliga zu spielen. Könnte ja eine Überlegung wert sein, ja, also wenn wir den günstig haben können. Also dann hast du doch, Barkok ist ja ein Spieler, der auch manchmal über die Außen kommt. Danny Blum dürfen wir auch nicht vergessen. Also du hast hier diese Spiele noch in den eigenen Reihen und solltest vielleicht auch mal nachdenken, die halt ranzuführen, bevor du dann halt den wieder jemanden ransetzt wie einen Hahn und der unglaublich viel Geld gekostet hat. Wie gesagt, haben wir das übrig, haben wir das zu viel, sage ich mal, muss das ausgegeben werden, okay, aber alles andere würde ich eher sagen, richtig die wichtigen Spieler erstmal verpflichten, Innenverteidigung nochmal nachlegen, defensives Mittelfeld nochmal nachlegen, vielleicht sehen, wie es halt auch ist, wenn der Torhüter weggeht, ja, vielleicht muss ich dann auch nochmal Geld in die Hand nehmen. Das sind die Positionen. Und danach geht's weiter wieder nach vorne. Ja, aber Marvin, du wirst doch auch verrückt, wenn du musst ja gucken,
nachdem, wir müssen ja ein bisschen Geld nochmal auch, denke ich, schon in der Offensivseite in die Hand nehmen. Mich ärgert es auch, dass wir einen Rebic nicht verpflichtet haben, denn das war immer so einer, wenn du deine erste Lieblingself aufgestellt hast im Kopf einfach, hast du immer gesagt, oh ja, na, wenn Rebic fit ist, schön, lassen auf jeden Fall spielen. Wenn ich jetzt da wieder dann gucke und da hast du eben ein paar Namen genannt, ob es ein Barkok ist, ob es ein Blum ist, da ist manchmal schon so, dass man dann ein bisschen denkt, oh, da brauchst du aber eigentlich nochmal einen, der ein bisschen besser ist, der eigentlich in der Startelf spielt und dann sind das gute Backups. Aber wenn du jetzt wieder eine komplette Saison mit so Spielern, die ja schon limitiert sind und auch gezeigt haben, okay, wir können zwar mal, wenn wir einen super Tag haben, spielen wir super und die Mannschaft Friede, Freude, Eierkuchen, dann machen wir auch ein Tor, aber ansonsten sind die auch wieder für eine ganze Saison, glaube ich, nicht wirklich zu gebrauchen. Deshalb denke ich, müssen wir schon noch investieren, um Spieler für eine wirkliche Startelf noch eventuell auch im offensiven Bereich zu ergänzen. Müssen wir mal gucken. Also schwierig. Ich sehe das auch so, ja, Dennis. Als der Marvin die aufgezählt hat, da habe ich auch noch gewartet. Ich habe, nee, will ich eigentlich nicht als Starter, will ich eigentlich auch nicht. Weil Blum und Barkok sind für mich auch gute Backups auf den Außen. Aber normalerweise stand jetzt, würde ich Gacinovic würde ich auch auf rechts außen stellen und links hätte ich auch Rebic gestellt. Der ist jetzt weg und ich finde, dafür ihn müssen wir auch einen Ersatz holen. Aber der Marvin hat auch recht, wir können, wenn wir eine Finanzpriorität haben, können wir das leider nicht da investieren, weil es Baustellen gibt, die dann trotzdem noch wichtiger sind, wie auch die vergangene Saison gezeigt hat. Weil ich spiele dann lieber mit einem Barkok und oder einem Blum auf den Außen und habe dann dafür irgendwie in der zentralen Sechserposition einen guten Spieler als stimmt schon. Dann wieder auf der Sechserposition die Lücke. Also ich glaube, eine offensive Außenposition ist leichter mit einem Backup zu befüllen als eine Sechserposition, die viel mehr für die Statik von deinem Spiel verantwortlich ist. Also müssen wir wirklich in Verteidigung sechster Position schauen, vielleicht auch Torwart, diese Achse. Und wenn wir da noch Geld übrig haben. Und deswegen hätte ich ja mir echt sehr gewünscht, dass Rebic bleibt, weil er für das Geld eigentlich eine sehr adäquate Lösung gewesen wäre, wo du gesagt hast, okay, das ist ein Startelf-Spieler. Wenn er fit ist und gut in Form, dann ist es auch ein überragender Spieler. Will ich auch festhalten, lass ich mir auch nicht ausreden. Ich bin immer noch großer Fan von ihm. Ich weiß nicht, was er für Flausen im Kopf hat, die dann dazu führen, dass er vielleicht irgendwann schwierig wird. Und wundere mich auch, dass Kovac es nicht hingekriegt hat, weil er ihn ja auch eigentlich schon länger kennt und hätte gedacht, wenn es einer schafft, dann er. Das wäre so ein typischer Move gewesen, dass es so einen Spieler gibt, der nur unter einem Trainer vielleicht funktioniert oder zwei, die auf ihn eingehen. Ja. Wenn das aber zu betreuungsintensiv ist, dann ist genau, was der Marvin sagt, dann lohnt sich das nicht. Weil dann verlierst du diese Aufmerksamkeit an anderer Stelle und das haben die Eintracht. Das geht nicht. Weil wir, wie gesagt, auch andere Spieler dazu jetzt kriegen. Aber ich sehe es wieder, Dennis. Ich sehe es wieder, Dennis, ganz kurz noch. Ich sehe es wieder, Dennis. Ich will auf jeden Fall auch einen neuen Spieler für die offensive Außenbahn, der Startelf-Potenzial hat. Marvin? Ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich meine, ja, wir haben jetzt hier viel über Rebic gesprochen und ich muss sagen, also ich meine, er hat jetzt auch nicht zwingend immer Wolma ausgerissen, aber hat schon eine ordentliche Saison gespielt. Also ich glaube, das war für ihn persönlich, trotz aller Schwierigkeiten, die er in diesem Jahr bei der Eintracht hatte, wahrscheinlich die Saison, die ihn am meisten weitergebracht hat. Also das, ich glaube schon, dass es mit insgesamt 28 Spielen, die er für die Frankfurter Eintracht gemacht hat, in Pflichtspielen, ich glaube schon, und immerhin 3 Toren, ja, also ich glaube schon, dass ihn das weitergebracht hat und dass er auch deswegen auch ein positives Verhältnis zur Eintracht haben wird, aber das ist auf jeden Fall wichtig für ihn gewesen und also ich wollte nur mal sagen, also ich würde schon fast sagen, dass Kovac es fast geschafft hat bei ihm, ja, mehr als andere, mehr als in Florenz, mehr als sogar bei Red Bull Leipzig, wo es nur ein Versprechen blieb, was nicht eingelöst wurde. Ja. Gut, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Jetzt können wir auch zum nächsten gute Punkte, ja. Transfer gehen. Wer ist da bei dir auf der Liste noch? Ich hätte jetzt zwei Sachen, die ich gerne miteinander verknüpfen würde. Einmal ein Transfer und einmal einer, der noch offen ist. Und zwar haben wir Jan Zimmermann zurückgeholt von 1860. Und da würde ich mit reinbringen die Diskussion um Radetzky, die ja immer noch nicht zu Ende geführt ist, weil mein erster Gedanke, und da weiß ich nicht, ob ihr das ähnlich seht, war, dass die Verpflichtung von Zimmermann, klar Ergänzung für Lindner, der ja gegangen ist, aber auch ganz klar aus meiner Sicht eine Botschaft in Richtung Radetzky, guck an, wir kümmern uns um die Torwartposition und wenn du dich nicht bewegst, dann hast du hier auch keine Schnitte mehr und dann hat sich das Thema auch irgendwie durch. Also für mich ist es so ein ganz klares Signal auch in Richtung Radetzky gewesen. Zumindest war es mein erster Gedanke. Das wäre aber wie wenn du ein Messer zu einer Schießerei mitbringen würdest. Also du kannst, glaube ich, ein Radetzky nicht sagen, hier Digga, wir haben einen 32-jährigen Jan Zimmermann geholt, was ist los jetzt? Dann wird er sagen, ja cool, viel Spaß mit dem, weil der Radetzky wird wissen, dass Zimmermann ihn nicht ersetzen kann. Zimmermann ist eine perfekte Lösung, er ist von hier, er kennt das Umfeld,
ist ein solider Torhüter, der als Nummer 2 perfekt sich eignet, auch aufgrund seines Alters. Aber wenn die Eintracht mit ihm als Nummer 1 in die Saison geht, dann hätte ich auch schon arge Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe auch gesagt, er ist für mich ganz klar der Ersatz für Lindner, aber es ist schon die Botschaft zu sagen. Ja, aber es ist ja kein Zeichen an Radetzky, weil die haben ja eine neue Nummer 2 geholt und Radetzky weiß ja auch, das, Zeichen, also Radetzky fand ich eher, dass es medial so viele Bekundschaft, also wir sind interessiert an Pollersberg, wir sind interessiert etc. Und die Eintracht wurde ja mit vielen Namen in Verbindung gebracht, wo man gesagt hat, oh, okay, ob das dann alles und so stimmt. Zieler auch, ja. Genau. Ob das dann alles so stimmt, ist die andere Frage, aber so machst du natürlich Radetzky auch ein bisschen Druck. Und ich denke, das ist eher dann so das, wo man sagt, okay, hier, pass mal auf, wir sind, wenn du gehst, haben wir auf jeden Fall guten Ersatz, dann mach das, aber entscheide dich. Und mit Jan Zimmermann, ja klar, ist das eine Sache, und du, René, hast ja richtig eben schon gesagt, klar ist das der eindeutige Ersatz für den Lindner und ist auch in Ordnung und er wird auch nicht viel Geld kosten. Dadurch, dass 1860 heruntergegangen ist, war er ja ablösefrei, denke ich mal, oder? Hat er einen Vertrag? Ja, genau, okay. Und wird jetzt auch nicht die Welt verdienen. Also ich denke, mit dem kannst du auf jeden Fall als Backup gut arbeiten. Aber wie ihr schon gesagt habt, also wenn das die Nummer 1 werden würde, dann muss man wirklich sagen, sind sie alle verrückt geworden. Nein, also das ist, es kann ja auch... Ich habe auch gar nicht gesagt, ihr müsst mir schon richtig zuhören. Ja, also da wird aber du hast doch gesagt, dass Radetzky irgendwie Notiz von diesem Transfer nehmen soll. Aber warum soll er es machen? Na, weil man sich grundlegend mit der Situation oder mit der Position jetzt an der Stelle beschäftigt, in Kombination mit den ganzen anderen Geschichten, die medial gewesen sind. Irgendwann muss man ihn ja da mal so ein bisschen unter Druck setzen. Also, mich regt diese Diskussion gerade immens auf, dass er da irgendwie nicht aus dem Pötten kommt. Stimmt. Aber trotzdem ein Ausrufezeichen wäre gewesen, okay, wir sind gerade in Verhandlungen mit Ron-Robert Zieler und ehrlich gesagt interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Wir können am Mittwochnachmittag drüber sprechen. Wir haben jetzt aber erst Montag und am Dienstag da reden wir mit Ron Robert und außerdem haben wir irgendwie noch an der Strippe noch einen aus der französischen ersten Liga. Das wäre, glaube ich, eher ein Signal. Ne? Mhm. Also insofern, ich verstehe die Gedankengänge. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen hier. Wir bleiben auf keiner Position untätig. Also es ist ein generell positives Zeichen, denn es zeigt, dass egal auf welcher Position, alles wird umgedreht. Es wird sich gekümmert, auch um Position 3, Position 2. Kein Stillstand, im Torwartbereich. Das ist auf jeden Fall eine gute Nummer. Auch gleichzeitig mit dem Attribut Local Player, denn er ist ja ein Spieler, der früher bei der U21, bei der U19 der Eintracht im Jugendbereich tätig war. Also das heißt, du guckst schon überall wieder hin. Für mich eine coole Nummer. Ich habe mich gefreut, als ich das gehört habe. Aber ganz klar, die großen Fische kommen später. Und die großen Fische, die schwimmen auch nicht mit Jan Zimmermann, sondern mit Lukas Radetzky wahrscheinlich. Oder halt mit irgendjemand anderem, der dann kommt. Und darüber müssen wir reden. Du hast ja eben schon richtig gesagt, dich nervt die Personale Lukas Radetzky. Ich muss sagen, ich sehe das mittlerweile ein bisschen, irgendwie juckt es mich nicht mehr. Ich finde, muss ganz kurz mal sagen, wir reden hier sehr negativ teilweise, negativ über Lukas Radetzky gesprochen, aber ich will noch ganz kurz sagen, dass die Eintracht auch einen Fehler gemacht hat in der Kommunikation, denn da schwimmt vieles mit und hat jetzt auch ehrlich gesagt Lukas Radetzky so ein bisschen ans Messer der Fans geliefert, ja. Und wenn ich höre, es geht um 2 Millionen, wenn ich höre, dass der Vater sagt, er würde halt ganz gern, dass sein Sohn 2 Millionen im Jahr verdient, nachdem er davor im Vergleichsweise zu dem Rest dieser Gaukeltruppe einen lächerlichen Betrag pro Jahr kassiert hat, dann muss man sagen, kann man schon gewisse Dinge auch einfach nachvollziehen. Und die Eintracht hat anscheinend kein 2 Millionen Angebot gegeben und daran hängt es halt noch. Ne? Und ich weiß nicht, dass man sich dann so bemüßigt fühlt, ein Pressestatement rauszuhauen, ein halbgares Pressestatement, wo man sagt ja immer, ist weiterhin in Verhandlung. Man kann das auch professioneller lösen. Also das ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich mal wieder Kritik an der Eintracht üben muss. Und jetzt könnt ihr sagen zu Radetzky, was ihr wollt. Ja, ich sehe es genau wie der Marvin. Ich hätte genau das gleiche jetzt gesagt. Ich hätte gesagt, wir dürfen auch nicht vergessen, dass er noch ein Jahr Vertrag hat. Also wenn es andersrum immer ist, sind Vereine ja auch ganz schnell dabei zu sagen, ja, hier, Digga, du hast Vertrag, du bleibst schön hier. Haben wir auch schon gemacht. Also dass man kann sich jetzt, nur weil die Eintracht jetzt endlich aufgewacht ist und gesehen hat, die will endlich die Spieler frühzeitig verkaufen und Ablöse kassieren und will keinen Spieler mehr mit auslaufendem Vertrag umsonst gehen lassen, könnt ihr aber nicht erwarten, dass der Spieler das auch will. Also wenn der Spieler da doch gesagt, ich habe auch nächstes Jahr noch Vertrag. Für den Spieler ist ja eine komfortable Situation zu sagen, ich würde gerne noch ein Jahr bleiben und dann wechseln. Klar ist das für die Eintracht blöd, aber das kann die ja nicht dem Spieler die Schuld geben. Radetzky kann ja nichts dafür, dass die Eintracht in der Vergangenheit es nie geschafft hat, Ablösesummen zu generieren. Das stimmt. Und
Das können die ihm ja nicht vorwerfen. Er hat ein Jahr Vertrag. Ist ja nicht so, dass der Vertrag ausläuft und er die Eintracht hängen lässt und dadurch die Planung blockiert, sondern die Eintracht würde gerne Geld mit ihm einnehmen und ihn ansonsten verkaufen, weil sie nicht ablösefrei gehen lassen wollen. Aber das ist Würde. Das ist keine Situation, wo du sagst, ey, sag uns jetzt bitte Bescheid, wir wollen dich haben, aber bleib, sondern er würde bleiben. Hat noch ein Jahr Vertrag. Die Eintracht könnte ihn auch zwingen zu bleiben. Und ich finde auch, was der Marvin gesagt hat, dass ihn jetzt so in die Ecke zu drängen, finde ich auch ein bisschen blöd, weil eigentlich ist es ein geiler Typ. Vielleicht ist der Vater wirklich ein bisschen verrückt, weiß ich nicht, weil ich gehört habe, der will auch Prämien für besondere Paraden. Da würde ich dann gerne mal wissen, welcher Jurist das ausformulieren will, was eine besondere Parade ist. Wissen wir alles nicht, ob das stimmt, aber ich würde gerne auf jeden Fall auch, bin da Team Marvin, zu sagen, Leute, man darf den jetzt auch nicht so verteufeln. Also Wir wissen alle nicht ganz, keiner weiß ganz genau, was für Zahlen da ausgetauscht worden sind. Da muss die eine Seite wie die andere am besten intern das alles klären, dass nichts nach außen drängt und nicht mit irgendwelchen Deadlines arbeiten, die dann doch verstreichen, wenn die andere Seite gar keine Deadline zustimmt, dann das ist ja das. Also wenn du jetzt ein Arbeitnehmer bist und du hast noch einen Vertrag und dein Chef macht irgendwelche komischen Sachen, weil er irgendwie dein Gehalt oder neu verhandeln will und du aber selber keine Notwendigkeit gerade siehst, das so schnell zu machen, dann kannst du auch mal eine Deadline verstreichen und dann sag ich, ja Leute, ich habe hier noch ein Jahr Vertrag, lass uns das in Ruhe besprechen, ich will vielleicht auch erstmal in Urlaub fahren und mir andere Angebote anhören. Also von daher, weiß ich nicht, finde ich nicht, also ich will es mal so formulieren, wir haben uns in diesem heutigen Fußballbusiness und ich werde nachher in den Empfehlungen auch was empfehlen dazu, haben wir schon schlimmere Sachen gesehen als ein Spieler, der gerne mal sich ein paar Angebote anhört und dann zu sagen, ja gut, gucken wir mal, lass uns verhandeln, weil ich glaube, da haben uns schon Spieler unrühmlicher verlassen, als das jetzt mit Radetzky ist und ich habe jetzt schon Rufe wie Judas gehört und geh doch weg und so. Und die Leute würde ich bitten, sich ein bisschen zu beruhigen. Es ist, glaube ich, ganz normale Verhandlungsmechanismen, die da greifen gerade. Ja, das Einzige, was halt wirklich nervt, ist dann immer, ich weiß nicht, ich habe immer, nur das einzige Problem, was ich dabei habe, ist halt diese Einmischung von Familienangehörigen. Das ist mir seit jeher in negativer Erinnerung. Ich glaube, bei. Ist der Berater eigentlich der Vater? Ist der Berater, ja. Ach so, ja. Okay. Ja, aber such dir doch nicht deinen Vater als Berater. Was ist denn da los? Ja, ich denke, guck mal, Çalhanoğlu war das doch auch nicht besser. Ich glaube, Çalhanoğlu, ja. Da ist es auch massiv an so einer Scheiße. Immer diese Familienbände. Es hat schon einen Grund, warum es dafür Agenturen gibt. Auch wenn die Agenturen auch manchmal mit unlauteren Mitteln, aber es gibt auch seriöse Agenturen. Wende dich daran, verdammt nochmal, aber lass deine Familie raus. Dann entzerrst du dieses Geflecht auch ein wenig, ne? Wenn du nämlich mal keinen Bock hast, was zu tun, was dein Vater sagt und so. Also ich weiß nicht, das finde ich grundsätzlich im Fußball ein bisschen merkwürdig. Hm. Okay, aber Radetzky ist halt auch keine 13 mehr, der wird auch schon wissen, was er will. Und wir müssen einfach mal sehen, dass die Eintracht dementsprechend professionell bleibt und auf der anderen Seite sieht, ihn aber auch jetzt, wie gesagt, einigermaßen wieder in Schutz nimmt. Ja, weil du kannst auch nicht sagen, also ich meine, wenn er sich komplett bockig anstellt, ja, dann holst du trotzdem noch einen guten Torhüter und lässt um Platz 1 kämpfen und oder im Zweifel lässt er Radetzky halt echt auf der Bank, ja, wenn du das erlauben kannst. Aber ich glaube, so weit ist die Eintracht noch nicht als Club. Könnte ein bisschen schwierig werden, ja. Ja. Deswegen, ich hoffe trotzdem, dass zweigleisig geplant wird, dass gleichzeitig Gespräche laufen. Und man hört ja jetzt, dass bei Radetzky wieder ein bisschen was in Schwung kommt, wenn ich höre, dass Leverkusen schon ein gewisses Interesse angemeldet hat, jetzt dadurch, dass Leno vielleicht. Naja, nachdem er so gepatzt hat, nimmt ihn keiner, ja. Ja, na gut, es ist halt immer das Gleiche. Bei Testing ist genauso, ja, genau. Ja, ja, also vielleicht geht da was, auch wenn ich nicht weiß, was Milan, naja gut, Donnarumma soll dafür verkauft werden, okay. Aber ja, vielleicht bewegt sich das was, da was. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann Wolfsburg wieder anklopft, ja, da gehe ich schon fast von aus, dass die bei Radetzky nochmal nachfühlen. Mal schauen, was sich tut. Wir haben jetzt auch erst Juni. Im Juli geht dann das Transferfenster dann so richtig durch die Decke und dann schauen wir mal. Und das ist ja das Schöne, dass wir mal so früh auch schon wirklich gute Spieler oder auch an wichtigen Positionen nachgelegt haben jetzt und dass wir im Endeffekt den Luxus haben, jetzt nicht wieder, ich sag mal, in der letzten Woche alle Transfers schnell noch tätigen zu müssen, damit du nächstes Jahr zumindest irgendwie einen wettbewerbsfähigen Kader hast. Das haben sie ja dieses Jahr schon ganz gut gemacht. Wir erinnern uns noch, Haller oder Halle, der ja sehr, sehr früh verkündet wurde, der Wechsel. Mhm. Und sind schon ein paar Sachen, wo ich sage, das ist schon deutlich professioneller geworden und entzerrt auch diesen ganzen Druck ein bisschen. Und es zeigt natürlich auch, da haben wir auch das letzte Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, du hast teilweise medial
von den Spielern, die wir jetzt verpflichtet haben, gar nicht so die Wahrnehmung vorher bekommen. Also wird relativ lange geheim gehalten und ist nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Das ist natürlich auch mal was für Professionalität spricht, um auch da nochmal lobende Worte zu machen. Das mit Radetzky gefällt mir auch nicht, weil eben, ihr habt es richtig gesagt, es ist immer blöd, wenn du den sozusagen den Schuh, den du dir im Endeffekt selbst zuzuschreiben hast, dann jemand an versuchst du aufzuzwängen. Und da ist offensichtlich Radetzky jetzt auch wirklich in einer Situation, die nicht so schön ist. Aber schauen wir mal. Ja, Thema Radetzky ist, denke ich, lang genug jetzt auch schon diskutiert worden. Gut, dann machen wir da mal weiter. Bevor wir zu dem Spielerischen kommen, haben wir noch eine Verpflichtung, und zwar nicht im Spieler, sondern im Scouting-Team. Und zwar Helena Costa verstärkt das Scouting-Team seit jetzt erst dem vergangenen Juli Wochenende. Ja, aber 1. Juli geht es dann, glaube ich, los. Ja, aber verkündet wurde es jetzt am vergangenen Wochenende. Genau, ist richtig, ja. Ja, finde ich super. Also ich muss sagen, ich bin immer für innovative Lösungen und finde es auch toll, dass hier jemandem Vertrauen gegeben wurde, der natürlich auch schon lang im Business eigentlich tätig ist. Ich glaube, seit sie 19 ist, ist sie im Profifußball. Ich glaube, da war irgendwas mit einer eigenen Karriere, die nicht weitergeführt wurde aufgrund einer Verletzung. Ja, naja, da war sie 21, war ich vorhin nochmal nachgelesen, als er mit dem spielerischen Betrieb aufgehört hat wegen einer Knieverletzung. Oh, ja, krass. Das ist ganz genau nachgeguckt, du Fuchs, er wird ordentlich recherchiert. Stand bei der Hessenschau, ich weiß nicht. Ja, genau. Sehr gut. So lobe ich mir das. Was darf ich mögen arbeiten? Ja, meine Güte, ganz, ganz unseriöse Leute da, ja. Nee. Und ja, wie gesagt, dann Jugendtrainerin gewesen, ne, bei Benfica, dann lang als Scout gearbeitet, ne, also so erstmal bei kleinem portugiesischen Verein, dann ging es dann halt weiter bei Celtic Glasgow, coole Nummer, dann auch für 2 Jahre dort gewesen. Dann hat sie sich mal probiert als Trainerin eines Männervereins Clermont Foot. Das hat dann nicht so wirklich gut funktioniert. Da gab es anscheinend nicht das Vertrauen, wurde ihr nicht das Vertrauen entgegengebracht. Wo sollte er aufgebaut werden als Posterchild dafür, dass es funktionieren kann? Aber wenn das Backup nicht wirklich so da ist, wie man sich denkt, dann wird es problematisch. Dann ist sie da wieder zurückgegangen, hat aber viele Frauenteams trainiert in der Zwischenzeit. Ich glaube, unter anderem das Katari-Frauenteam, da war noch irgendwas anderes. Ist definitiv eine Person, die über große Fähigkeiten verfügt. Also man hört auch trotzdem, ist ja mit 39 noch relativ jung, viel Positives. Und ich finde es klasse, dass Ben Manga auf, also nicht so narrow-minded ist, wie sagt man das auf Deutsch, also nicht so engstirnig ist und weit guckt, einen weiten Blick hat. Und für Portugal ist das natürlich auch eine geile Nummer, denn in Portugal sind die Ablösesummen, kommt drauf an, ne, sind auch nicht niedrig, aber da kriegst du vielleicht noch die ein oder andere, den ein oder anderen Rohdiamant, den du relativ günstig oder für die Eintracht preislich akzeptabel verpflichten kannst. Hm. Für mich eine super Sache. Und ich bin sehr gespannt, was sie kann. Ich würde mich freuen, wenn es auch eine richtig normale Vorstellung gibt und das nicht irgendwie so wegkomplimentiert wird, weil mich interessiert die Person insbesondere. Und Ben Manga würde ich eigentlich auch ganz gern mal sehen. Da würde ich auch mal ganz gern, wie tickt der so und so. Also da könnte auch in dem im Frankfurter Eintracht-Umfeld, auch im Journalistenbereich noch mehr getan werden, um die Person mal ein bisschen näher zu beleuchten. Hm. Würde ich beides interessant finden und finde es eine geile Verpflichtung. Auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch gut. Also wir müssen uns immer dann wieder zurückerinnern an Zeiten, wo wir das Gefühl hatten, Bernd Hölzenbein fährt angetrunken durch Deutschland und schaut sich die Spiele an. Und YouTube. Ja, genau. Ah, ich weiß nicht, ob er sich da so mit YouTube auskennt. Und sitzt mit Bruchhagen da und sagt, ach, wisst ihr, wie viele Videokassetten ich mir geschickt kriege? Die müssen mir alle gucken, jeder mal, wo du denkst, ach Leute. Ja, und jetzt haben wir Ben Manga, jetzt haben wir noch Costa dazu bekommen, wo du denkst, okay, das ist, wie der Marvin sagt, das ist ein bisschen weitergedacht, das ist neues Netzwerk, sage ich mal. Du kaufst dir auch immer wieder, du kaufst dir auch mit der Person auch die Visitenkarten mit ein, die sie in der Tasche hat. Und das kann nicht schaden. Also jemand, der viel rumgekommen ist, der kann dir immer neuen Input geben. Das muss ja nicht nur was Scouting betrifft sein, sondern auch ja Unternehmenskulturen und Länderkulturen und wie da Sachen gehandhabt werden. Vielleicht kann die uns auch sagen, wie die Spieler sich weniger verletzen, weil sie das irgendwo mal mitgekriegt hat, weil sie einen guten Sportarzt kennt und so weiter. Wer weiß es schon. Es ist im Endeffekt gut. Bei Freddy Bobic war es das einzige Positive, was ich damals genannt habe, dass er sein Adressbuch mitbringt. Bei ihr habe ich das Gefühl, dass sie auch mit Ernst bei der Sache ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sie auch wirklich in der Lage ist, dir ein Dossier über einen Spieler zu schreiben. Und nicht, wenn ich mir wirklich vorstelle, es tut mir leid, es ist ein Idol, aber Hölzenbein, dem würde ich das nicht zutrauen.
Ja. Der würde dir ja beim Apfelwein Wagner dann beim Frankfurter Schnitzel erzählen, ja, der war ganz gut gewesen, ich habe mich kurz in der Halle. Können wir machen, müssen wir mal gucken. So stelle ich mir das vor und so wird das wahrscheinlich sogar auch gewesen sein. Und bei ihr traue ich ihr zu, dass sie das wissenschaftlich angeht, mit digitalen Mitteln vielleicht sogar und gut vernetzt ist. Und so eine Verpflichtung ist immer gut, weil du dir nur überlegen musst, sowas hat sich schon amortisiert, wenn sie nur einen Spieler findet, den du für 4 Millionen weiterverkaufst, dann hat sie sich 30 Mal gelohnt. Also von daher. True. Top. Ja. Und ich finde, es ist halt auch ein geiles Zeichen, ne? Man muss ja mal sagen, es schwingt ja doch nur ein bisschen mehr mit als jetzt nur der kühle Moment einer nüchternen Verpflichtung, denn es ist in der Tat auch so, du durchbrichst einen Zirkel in einer gewissen Art und Weise, denn der Männerbund, der typisch fußballlastige Männerbund, ist dadurch ein bisschen aufgeweicht und das finde ich eine ziemlich coole Idee, dass du sagst, ist mir egal, ob Frau oder Mann oder so, wenn sie ihre Arbeit gut macht. Gerade in Frankfurt, wo du jetzt echt das Gefühl hat, dass hier sitzen die alten Granden, Funkel, Bruchhagen, hocken am Tisch und keine Ahnung. Ja. Finde ich ein Zeichen, weil du es gesagt hast, Marvin. Ja. Man sollte gar nicht so viel Aufhebens darum machen, dass sie eine Frau ist. Finde ich auch dann ein bisschen übertrieben, wie die Bild-Zeitung das gemacht hat. Hat mir dann schon mal gar nicht mehr gefallen. Ja, genau. Die schöne Scout-Frau. Ja, das ist totaler Qualität. Genau. Da ist mir auch egal, ob die hübsch ist. Sie soll geile Spieler finden. Richtig. Und dann ist es mir auch egal, ob die Mann-Frau ein Elefant oder ein Regenschirm ist. Hauptsache, die findet geile Spieler für die Eintracht. Und ich finde, dass man bei ihr gerade, ich finde gut, das Zeichen, was man damit an die Öffentlichkeit ist gut. Ich hoffe, die meisten nehmen das auch gut an, weil ich keinen Bock habe, irgendwo irgendeine Scheiße zu lesen. Alter, eine Frau ins Scout, kein Wunder, dass wir den und den Spieler dann geholt haben, wenn nächste Saison irgendeiner floppt. Ja. Da habe ich ein bisschen Angst vor, weil es ja trotzdem immer noch solche Kandidaten gibt. Aber wollen wir jetzt nicht beschreien. Also von daher, die Eintracht scheint sich, das habe ich ja ganz eingangs schon mal gesagt, scheint sich auch in Bereichen außerhalb des Platzes immer professionell aufzustellen. Und ich glaube, da müssen wir auch lernen, geduldiger zu werden, weil diese Arbeit werden, die Arbeit von Ben Manga, Bobic und von allen, die da mitarbeiten, auch das Trainerteam, was vielleicht Verletzungsprävention auf die Tagesordnung schreibt, das sind leider keine Sachen, die du in Quartalen messen kannst, sondern das sind Sachen, wo du eventuell sagen kannst, okay, wir gucken mal, was in 2 Jahren ist. Und das ist schwierig für mich auch, weil ich mich trotzdem ärgere, dass wir dann diese Rückrunde versaut haben. Aber wir müssen gucken. Ich werde niemanden in den Himmel loben, ich werde auch keinen verteufeln, weil auch die Arbeit von meinem Kollegen Freddy Bobic werde ich erst nach 3 Jahren beurteilen. Und das kann immer noch in beide Richtungen ausschlagen, weil wir von allem, was dabei hatten, gute Sachen, schlechte Sachen, aber eine Arbeit vom Vorstand Sport kannst du nicht im Tagesgeschäft beurteilen, weil dafür, das muss man Bobic auch zugutehalten, ist ja auch vieles zu verkrustet. Die Diskussion haben wir in der Saisonrückschau auch vollkommen vergessen, dass Kovac diese Pressekonferenz mal gegeben hat, wo er gesagt hat, hier bei der Eintracht muss einiges getan werden. Die Spieler werden krank, weil die Lüftung hier kaputt ist oder irgendwas. Kann ich mir vorstellen, das sind Sachen, die dauern. Also von daher bin ich momentan positiv gestimmt, was diese Veränderung, Freddy Bobic, dass er viele Sachen umgedreht hat. Und er hat auch mit Sicherheit unter vielen Steinen viele eklige Sachen gefunden. Ich werde ihn weiterhin, müssen wir jetzt halt, also wir können jetzt, wenn die Eintracht nächste Saison wieder nur 14. wird, können wir immer noch nicht sagen, wow, das ist komplett gegen die Wand gefahren, sondern ich glaube, man muss halt auch diese weichen Faktoren außerhalb des Platzes bewerten und die sehen momentan meiner Meinung nach gut aus. Bin ich bei euch. Korrekt. Dann kommen wir jetzt langsam mal in Richtung Spielbetrieb und zwar hat sich da ja auch schon ein bisschen was getan. Es wurde ausgelost, der DFB-Pokal und wir spielen... Wir haben noch gar nicht über Haller gesprochen, oder? Das hatten wir doch in der Saison schon quasi gemacht. Deswegen hatte ich ihn jetzt nicht mehr extra auf der Liste, aber wenn du dazu noch was sagen willst. Ja, ich finde also auf jeden Fall hat die Eintracht für mich der Stürmer Nummer 1 verpflichtet und was ich bis jetzt im Nachklang zu dem Transfer so von ihm gelesen habe, klang sehr, sehr positiv. Also ich bin sehr gespannt auf ihn und habe große Hoffnung. Ist halt ein Ausrufezeichen gewesen, ne? Du hast gleich richtig viel Geld in einen Spieler investiert, auch so ein bisschen, um zu zeigen, okay, wir haben in der vergangenen Saison eigentlich zu 95% nur also kam einem so vor. War nicht so, aber kam einem so vor. Und danach holst du dann erst jemanden fest für eine richtig hohe Ablösesumme, auch noch auf einer sensiblen Position, die uns in der Rückrunde viel Weh und viel Leid gebracht hat. Also finde ich eine coole Nummer und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ja. Scheint auch ein recht ruhiger und besonnener Spieler zu sein. Also jetzt nicht irgendwie so total durch die Decke und Star-Allüren, sondern schon halt, Arbeitstier, sehr auf dem Boden geblieben, sehr souverän. Also könnte
in Summe auch jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern auch halt so ein bisschen sich zu so einer Führungsrolle da irgendwie vielleicht etablieren. Gehe ich von aus. Ja. Mehr geil. So, jetzt aber DFB-Pokal. Wir spielen in der ersten Runde, die um den 12.8. stattfindet, gegen TuS Erdtebrück. Klingt jetzt erstmal durchaus machbar, oder? Es ist okay, ja. Das ist Regionalligist, oder? Müsste. Warte mal, ich gucke also, mal nach. Leute, also, was soll man also jetzt darüber, was sollen wir da, jedes Wort, was wir darüber sagen, ist, glaube ich, entweder ausgedacht, aus der Nase gezogen oder einfach nur irgendwas. Was soll ich dazu sagen? Oberliga Westfalen. Die Alter muss dort gewinnen. Man kann hinfahren. Ich bin gespannt, wo die spielen. Also, ja. Ja. Ja, also ganz ehrlich, Auswärtsfahrt, erste lockere Auswärtsfahrt mitnehmen und Mund abputzen und dann einfach das Ding gewinnen. Also es gibt doch nichts mehr zu sagen. Ja, na gut. Ich auch so. Gut. Dann war heute noch was in der Presse. Wir machen eine Kooperation mit dem SC Hessen Dreieich. Ja. Das ist jetzt unsere neue U320. Ach, ist doch Bullshit. Leute, kommt mal klar. Immer diesen Scheiß, den ich hier höre, von wegen, ja, U23. Leute, die spielen fünfte Liga. Hessenliga, ja, was soll man denn da? Das ist wirklich gar nichts. Sollen wir irgendeinen 20-Jährigen da hinschieben, der dann denkt, jetzt schießt er 10 Tore und jetzt ist er der Held vom Edbergfeld? Niemals, das ist totaler Bullshit. Du hast immer noch den FSV Frankfurt, der irgendwie versuchen muss, die Spieler zusammen zu bekommen. Die spielen wenigstens in der vierten Liga. Also das wäre noch eher ein Kooperationspartner. Kann sein, dass wir im Jugendbereich hin und her, weil da die Unterschiede nicht ganz so groß sind oder auch die, ja, dass sich da ein bisschen was einstellt. Aber im Grunde musst du ja auch überlegen, ich glaube, Hessen Dreieich hätte doch letzte Saison auch schon die Möglichkeit gehabt, aufzusteigen, aber da wollten die nicht. Ne? So, also dann hättest du auch als Eintracht Frankfurt sagen müssen, okay, dann müssen wir halt ein bisschen Geld entrichten, damit wir da die Lizenz dann für die stellen. Haben sie auch nicht gemacht. Also für mich ist die fünfte Liga nicht konkurrenzfähig und züchtet kaum Leute heran, die irgendwie eine wirkliche Relevanz für eine Bundesligamannschaft haben. Ich weiß auch nicht, was es bringt, weil was man so hört, ich bin auch nicht so nah dran, aber so unfassbar gut sind die mit dem Geld auch nicht umgegangen. Also die sind nicht allzu weit damit gekommen. Das ist eine Zwischenstation für Leute, die wir aussortiert haben, für alte Leute, die wir eigentlich nicht mehr wünschen. Ja, das ist so, Patrick Falk wäre vielleicht früher dahin gewechselt. So, ja, genau. Oder der kriegt dann nochmal ein Auto gestellt und 2000 Euro netto im Monat, damit er irgendwie über die Runden kommt, weil der Sponsor ihn irgendwie cool findet, aber ansonsten weiß ich nicht. Das ist auch so ein Verein, wo ich denken würde, da wird dann nach dem Training im Vereinsheim der ein oder andere Bembel gesoffen und dann ja über Autos geredet. Aber ich dachte, das machst du sogar mit dem FSV mittlerweile. Da muss ich Marvin recht geben. Also selbst die gerade in der Situation, wo sich der FSV befindet und ja immerhin ja zumindest noch in einer Liga spielt, wo du sagst, ja okay, da kannst du mit den Spielern vielleicht wirklich noch was anfangen, vielleicht auch den Anspruch haben, endlich mal wieder aufzusteigen. Ja, muss man gucken da. Also es ist wirklich blöd. Also, es ärgert mich auch, dass wir im Endeffekt einen nicht unbedingt brauchbaren Kooperationspartner in der Hinsicht zu machen. Zumal man ja sagt, wir haben ja gesagt, die Eintracht hat eigentlich Probleme, ihren eigenen Kader aufzufüllen. Die Eintracht ist ja gar kein Verein wie Leverkusen vielleicht, die dann sagen, oh, wir haben keinen Platz für den, der ist aber trotzdem geil. Wenn wir einen haben, der geil ist, dann tun wir den nicht verleihen. Nee. Also, ja. Das stimmt. Für mich macht das Konzept auch von vorne bis hinten keinen Sinn, denn ich habe jetzt den Artikel natürlich auch gelesen und natürlich ist es vielleicht ganz, ganz nett, das hält uns jetzt 2 Tage auf Trab und dann ist es wieder vergessen, nur weil halt Leute wie Rudi Bommer oder Ralf Weber halt jetzt da mittlerweile irgendwie was im Verein machen, ist es immer noch nicht so geil. Die Sache ist doch die, wenn wir extrem junge Spieler haben, von denen wir denken, sie haben das Talent, aber noch nicht in der Bundesliga durchstarten können, dann bräuchten wir einen Verein. Einen Zweitligisten oder einen Drittligisten, der konkurrenzfähig ist. Weil wir dann aber sagen, wir gehen mit der Direktion hin, okay, der Spieler ist gut, der braucht eine Bundesliga, eine Herrenerfahrung, weil wir können ja nicht im A-Bereich, im A-Junioren-Bereich lassen, da kommt es nicht ganz so weit. Aber seien wir mal realistisch, jeder Bundesliga-A-Jugendverein muss in der Regel einen Fünftligisten schlagen können. Das ist mein Ansatz. Das ist der Ansatz, den du auch als Bundesligist haben solltest. Und ich gehe nicht davon aus, dass ein Fünftligist die fünfte Liga eine höhere Konkurrenzsituation schafft als die A-Jugend-Bundesliga. Und wenn ich das nicht so unterschreiben kann, wenn ich sagen kann, es ist nicht so, dass die fünfte Liga konkurrenzfähiger ist, dann macht für mich halt auch eine Kooperation keinen Sinn. Hm.
Stimmt. Weil ich werde ja keinen 25-Jährigen dahin leihen. Das macht ja eben auch keinen Sinn. Das wird nie passieren. Ja. Das wird auch nie passieren, dass du sagst, okay, der Stendera, der hat sich jetzt so lang verletzt und spielt jetzt ein halbes Jahr in der fünften Liga. Das bringt ihm nichts. Weißt du, das ist halt von vorne bis hinten. Ja, es ist aber, es ist macht's keinen einfach Sinn. So, der Marvin sagt ja, das ist in zwei Tagen wieder vergessen, da werden wir nie mehr was von hören. Also mit wem haben wir alles, weil wir haben ja Moment. Also, ich weiß auch nicht, diese Kooperation, das hört sich immer toll an, dann schüttelt man sich die Hand, macht ein Foto für die Zeitung und dann, also was ist, das ist ja nicht mit, die sollen die jetzt lieber irgendwann mal mit Leben füllen und dann drüber sprechen, aber im Endeffekt, was, ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, was ich mir davon erhoffen könnte überhaupt, wenn ich, selbst wenn ich es mir utopisch in den Himmel zeichnen will, was soll da passieren, dass irgendein hoffnungsvolles Jugendtalent bei 3i spielt, da will ich sowieso, dass die Eintracht das holt. Aber das muss die Eintracht auch so machen, ohne Kooperation, selbst wenn er nicht in Dreieich, sondern im Rad oder irgendwo anders spielt. Also da gehe ich davon aus, dass die Eintracht zumindest irgendwelche U13-Trainer hat, die das schon sehen und den dann einfach holen, weil der bei uns in der Region spielt. Da brauche ich keine Kooperation extra, sondern den kaufe ich den trotzdem weg. Egal, ob Rudi Bommer da Trainer ist oder keine Ahnung mehr. Ich gehe fast eher davon aus, dass das, was er so im Nebensatz eine Rolle gespielt hat, dass jetzt auch da ein ausländisches Trainingszentrum entsteht, also in der Nähe von Dreieich, dass das irgendwie eine Relevanz hat. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, ob das Deutsch-Chinesische Fußballakademie. Ja, Deutsch-Chinesische Fußballakademie. Daraus vielleicht irgendwie eine Mischung entsteht, die dann, wo dann die älteren Erfolglosen bei Hessen irgendwie landen und vielleicht die ein oder zwei Perlen dann direkt zur Eintracht durchgereicht werden. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ja, du hast mit China ja sowieso einen Kooperationspartner, der vielleicht politisch nicht ganz unproblematisch ist, aber der im Laufe der Zeit einfach kommt, wenn du die Liga dort anschaust. Ab wann beginnt das Transferfenster dort? Heute, morgen, übermorgen, keine Ahnung, oder vielleicht ein paar Tagen. Da geht da eh wieder der DAX und dann werden wild die Spieler hin und her verpflichtet. Aber das kann natürlich perspektivisch eine Lage sein, vielleicht mehr als diese Kooperation, die jetzt großartig kolportiert wurde. Stimmt. Das ist es von meiner Liste her, was wir bei den aktuellen Themen haben, es sei denn, es ist jetzt gerade eben noch ganz spontan im Chat irgendeins aufgetaucht, aber da sehe ich jetzt auch keins. Was mir noch eingefallen ist, diese Nummer mit dem Stadion. Kann mich da einer von euch auf den allerneuesten Stand bringen, von welchen Entscheidungsträgern das jetzt noch abhängt? Oder ist das schon sicher? Oder also diese Erweiterung der Stehplätze und so? Also ich glaube, es steht noch nicht fest, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Also es ist quasi eine Absichtserklärung und das muss jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle entschieden werden quasi. So hatte ich das bislang verstanden, genau. Okay, gut. Nee, ich fand aber, es klang alles schon so, als ja, machen, ne? Also es klang schon relativ ja, deswegen final. Ich auch. Es klang ja, so, als wenn es schon offensiv kommuniziert wurde, aber ich habe überhaupt gar kein Zeitfenster irgendwie irgendwo wahrgenommen. Zu sagen, ja, ab der Saison ist es schon so oder wann wird es umgebaut, wie wird es überhaupt umgebaut? Spielen wir dann wieder mit einer halben Tribüne wie damals gegen Reutling? Keine Ahnung. Ja. Ja, also so ein genaues Zeitfenster weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Habe ich auch nichts gelesen. Ich gucke gerade, ob ich da spontan was finde, aber da stand auch nichts Konkretes drin. Für mich klang das so, dass das jetzt quasi der Plan ist, aber auch noch nicht ganz festgelegt. Deswegen standen da auch noch keine Termine drin. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, dass da irgendwas festgeschrieben worden ist. Aber das darf nicht vergessen, das ist eine Absichtserklärung und ich meine, das ist ja ein Plan von der Stadt, vom Verein und auch, das sind ja aber auch eine Faninitiative. Das heißt, ein Stadionausbau ist ja dann insofern dann auch, das ist ja eine zeitintensive Angelegenheit, ne? Das heißt, wenn irgendwie roundabout, wie viel sollten kommen? 13.000, 14.000 neu, ne? So, und das heißt, das dauert eine Weile, das muss auch erst abgesegnet werden, da braucht das Bauamt und so. Also ich gehe davon aus, lass mal warten, wenn sich das jetzt konkretisiert, dann kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht zur Saison 2019, ja, wir starten jetzt 17, 18, ja, zur Saison 18, 19 vielleicht da in der
in der Sommerpause, dass da was gemacht wird. Ne? Also ja. Frühestens in 1-2 Jahren und vielleicht steht es 2020. Aber das ist ja perspektivisch trotzdem eine gute Sache. Ich glaube aber schon, dass es im vorangeschrittenen Stadium ist. Man darf aber auch hier wieder nicht vergessen, da spielt wieder viel Politik eine Rolle. Da hat sich ja auch der Feldmann eingemischt. Der hat dann gleich sein Statement dazu abgegeben. Warum macht er das? Weil er natürlich dann im kommenden Wahlkampf schon gut dastehen will. Ne? Also deswegen, wir müssen sehen, was bleibt dann davon wirklich. Aber ich merke schon, dass es jetzt hier den einen oder anderen Schritt schon weitergeht. Aber wie gesagt, sobald wir da Definitives wissen, werden wir es auch weitertragen, aber bislang ist das noch nicht hundertprozentig passiert. Was jetzt aber anscheinend fix ist, ist die Tatsache, dass, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ich habe jetzt gerade hier so wieder ein bisschen Twitter durchgeschaut und da wurde ja jetzt gesagt, dass Hahn wahrscheinlich nicht zur Eintracht wechselt. Bruno Hübner hat anscheinend der Offenbacher Post gesagt, dass der finanzielle Rahmen für einen Transfer nicht in dem Maße da ist. Okay. Was dann das auch irgendwo bestätigt, was ja Basti gesagt hat, der sich über die Summe auch gewundert hat, ne? Gut. Na ja, gut, aber das wäre ja zumindest aus unserer Sicht eine sinnvolle Thematik. Ja, ich meine, wie gesagt, für Lau würde ich den schon ganz gerne nehmen oder für einen akzeptablen Preis, aber es ist halt... Nicht für den Preis, der da aufgerufen wird, das ist irgendwie dann auch im Verhältnis zu dem, was du dann dafür bekommst. Ja. Na, tut's genau. Das nicht. Ich lese es hier gerade in der OP online. Jovic soll kommen, Hahn nicht. Radetzky und Meier sollen bleiben. Ja, naja, Jovic tauchte auch gerade eben im Chat mal so ein bisschen auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sagt der Name aktuell nichts. Gut, ja gut, Jovic ist halt ein junger Spieler, der eigentlich in den U- oder in den Farmteams von Benfica gespielt hat. Ja, der Name kursiert ja schon relativ lang und wurde auch schon lange gesagt, ja, die Sache ist eigentlich fix, aber dann war dann doch noch nichts fix. Der Junge ist halt ein 19-jähriges Talent. Ich habe 2, 3 Spiele mal von dem gesehen. Da hat er mir auch in Ordnung gefallen, aber ich meine, wie gesagt, er hat noch nicht Fuß gefasst. Beim A-Team von Benfica und was soll man dazu sagen? Ne? Er hat natürlich eine Ausstiegsklausel von 45 Millionen und kam, also ganz ehrlich, wir müssen auch aufpassen, mit wem wir hier alles Geschäfte machen, denn der kam ja für eine wahnwitzige Ablösesumme von 6,6 Millionen von Apollon Limassol und wer ja schon weiß, da war nicht auch was mit anderen Spielern, war ja auch schon mal was mit Limassol, also ich wäre sehr, sehr vorsichtig, ursprünglich kam er ja auch von Roter Stern Belgrad. Es erinnert mich so ein bisschen an Gacinovic und die ganze Situation, die da ja auch nicht ganz unproblematisch war. Also Vorsicht ist geboten. Wir müssen sehen, dass wir da auch nicht mit dubiosen Männern die ganze Zeit hantieren. Und wenn er kommt und wir eine Leihe veranstalten mit einer Kaufoption, die im Rahmen ist, dann ist es auch okay. Möglichst wenig Risiko. Okay. Mir sagt er nur, der Name gerade irgendwie überhaupt nichts. Ich hatte den noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, aber wenn der noch kommen sollte für kleines Geld, dann sind wir, glaube ich, vorne mit Meier, Haller und ihm gut aufgestellt. Das würde mir persönlich reichen, ehrlich gesagt. Ja, das wäre halt auch ein Rechtsaußen. Ne? Das ist auch ein Mittelstürmer, aber kann auch Rechtsaußen. Das ist auch nicht schlecht. Also, klingt interessant. Klingt interessant, ja. Könnte für die Außen, ja, müsste man sich dann mal angucken. Ja. Ich glaube, das war es dann jetzt aber wirklich aus der Rubrik Aktuelles. Mhm. Und dann kommen wir, wie auch in den vergangenen Folgen, zu unseren beiden Finalkategorien, wobei wir die jetzt ein bisschen erweitern. Und zwar haben wir einmal einen Dummschwätzer der Saison, sofern es denn mehrere gibt, die zur Wahl stehen. Bislang steht nur einer an der Liste. Und dann haben wir ein paar Empfehlungen für die Sommerpause, weil wir natürlich jetzt auch nicht unbedingt jede Woche was zu besprechen haben. Es sei denn, die Eintracht gibt jetzt weiterhin mit den Verpflichtungen so viel Gas. Von daher werden jetzt vielleicht auch unsere Abstände so ein bisschen unregelmäßiger. Aber bleiben wir erstmal bei den Dummschwätzern der Saison. Da tauchen 3 Buchstaben und ein Ausrufezeichen auf und ich habe eine gewisse Idee, wer den aufgeschrieben haben könnte. Ja, machen wir uns nichts vor, Leute. Es kann hier nur einen Jahressieger geben. Das ist derjenige, der schon jede Woche immer nominiert ist. Das ist Karl-Heinz Rummenigge. Also, Goldene. Der goldene Kalle. Das ist mittlerweile der Platin-Kalle. Also er liefert, also seit wir diese Rubrik ins Leben gerufen haben, liefert er ihn konsequent immer wieder in einer unfassbaren, zuverlässigen Frequenz
immer wieder Dinge ab, wo du denkst, okay, jetzt hat er eigentlich seinen Zenit erreicht. Nein, er legt immer noch einen drauf. Er legt immer noch einen drauf und vergleicht Transfers mit Dembele und Sanchez und sagt, da liegen 19 Punkte dazwischen. Und er ist unfassbar unsouverän, ist überhaupt nicht lustig, auch wenn er das manchmal will. Kann diese Rolle, die Uli Hoeneß, die sich selbst bei Uli Hoeneß dem Original abgenutzt hat, das kopiert er und auch noch schlecht. Und das ist auf jeden Fall, das alles zusammen ist, es kann hier nur einen Sieger geben dieses Jahr. Und das ist Karl-Heinz Rummenigge. Ja, ist auf jeden Fall verdient, ja. Ja. Ich glaube, es ist in der Tat schwierig, da jetzt irgendwas, ich meine, klar, den goldenen Uli kannst du natürlich auch immer irgendwie ins Feld führen, aber... Nee, also ist doch ganz klar, das ist der goldene Kalle oder der silberne Kalle oder der, was weiß ich, pinkfarbene Kalle und es steht außer Frage, dass wir uns irgendeine Trophäe nehmen müssen oder wahrscheinlich mit Fimo. Ich würde sagen, wir basteln uns einen goldenen Kalle mit Fimo, das machen wir dann im Backofen fest und das nehmen wir dann mit zum TK Schland und werden es irgendwann an der Säbener Straße positionieren, oder? Du, ich glaube, da kannst du mit mir rechnen machen. Sehr gut. Im Chat wird gerade noch ein gewisser Herr Rangnick eingeworfen, aber ich glaube, der hat da auch, der sagt zwar auch viel komischen Kram, aber selbst der kommt da auch nicht gegen an. Ja, gut, von hier, von Red Bull kam viele, also der Herr Oliver Minzlaff ist auch ein Kandidat, der oft mal das Wort Rinderbraten in Interviews verwendet. Da ist natürlich viel, aber neben dem goldenen Kalle verblassen sie alle leider. Das ist es halt. Also man kann der große Dummkopf sein. Das hat sich fast gereimt. Neben goldenen Kalle verblassen sie alle. Das können wir aufs Kärtchen schreiben, was wir neben die Figur legen. Ja, so machen wir das mal. Hoffentlich kommt Christian Ortleb noch dazu. Ja, dann wird ja eine runde Sache daraus. Dann wird das unser erfolgreichstes YouTube-Video aller Zeiten. Ja. Auf jeden Fall, hoffe ich doch. Ja. Jedes Mal in so Saisonabschlussfolgen hauen wir irgendwie was raus, was wir machen müssen, was uns dann irgendwie Ewigkeiten hinterherläuft. Ich glaube, da haben wir irgendwann auch so eine ganz lange Liste von Dingen, die wir tun müssen. Naja, komm, aber das ist doch mit Fimo, das ist so kein Drama. Setzen wir uns zusammen oder was weiß ich nehme Fimo mit und wenn wir dann Freitagabends angetrunken sind. Das war auf der Fahrt. Auf der Fahrt da runter. Ja, könnt ihr ja machen, ich fahre ja mit dem Zug. Also. Ja. Ach stimmt, du hast ja Luxus gebucht. Ja, auf jeden Fall. Herr. Ja gut, dann ist die Wahl relativ einfach. Die Wahl des Goldenen oder der Nominierte für den Goldenen Kalle ist der Goldene Kalle. Und damit ist das auch relativ eindeutig. Und aber wir müssen dann schon überlegen, ob er dann für die nächste Saison nicht ausgeschlossen ist. Weil sonst, es darf sich ja hier nicht totspielen. Ne? Also vielleicht. Nee, das genau, da müssen wir... Und sowas überlegen. Müssen wir uns dann gesperrt überlegen. Ja, genau. Zumindest für eine Saison gesperrt. Ja. Kriegt dann eigene Kategorie. Der kann dann, wenn er wirklich was sagt, was man nicht verschweigen darf, geht er dann nicht mehr in die Dummschützer-Kategorie, sondern. Hast du gerade eben gesagt, wenn er etwas sagt, was man nicht verschweigen darf? Allen Ernstes, war das die Formulierung? Wenn er etwas sagt, was man nicht verschweigen darf, ja. Ja, ja, aber das ist doch von vornherein klar. Der sagt doch ständig irgendwas, was du nicht verschweigen kannst. Also. Das ausschließlich. Er kriegt eine eigene Kategorie auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ich werde auf jeden Fall hier weiterhin. Kannst du eine Sonderfolge draus machen? Mal kundtun, was er so von zum Besten gibt, weil es wird, glaube ich, nächste Saison trotzdem noch sehr interessant, was den FC Bayern betrifft, Trainerfragen, was Uli Hoeneß so macht. Also da ist einiges noch offen, wo eventuell Potenzial ist, dass er wieder mal einen rein raushaut. Und wenn er dann nicht mehr teilnehmen darf, dann können wir es ja an anderer Stelle hier mal sagen. Im Chat wird gerade eine wilde Sky-Diskussion angefangen, da würde ich sagen... Ja, das machen wir dieses Mal nicht. Da schließen wir uns jetzt nicht dran an, dann nehmen wir noch 3 Stunden auf, du lieber Gott. Gut, also der goldene Kalle geht an den goldenen Kalle und wir lassen uns was einfallen für die Figur und machen da ein bisschen Action draus. Und damit kommen wir zu den Empfehlungen für die Sommerpause. Da können wir uns allererst mal empfehlen. Es gibt am Wochenende was mit Kuchen, habe ich gehört, Basti. Ach so, ja, das ist ja schon diesen Samstag, die schnelle Zeit vergeht. Erschreckenderweise. Zur liebe Zeit. Ja, es ist mir ein bisschen unangenehm, das hier mal selber anzukündigen, aber es ist ja unser. Ernsthaft? Nein, auf jeden Fall haben wir ja schon oft drüber gesprochen.
wir machen ja dieses Jahr kein unfassbar selbstorganisiertes Sommerfest und deswegen haben wir ja gesagt, dass wir uns trotzdem aber alle und alle, die uns zuhören, die Bock haben, nach Frankfurt zu kommen oder schon in Frankfurt sind und uns treffen wollen und mit uns einen oder anderen Apfelwein zu trinken, die können gerne aufs Schweizer Straßenfest kommen am 24.06. samstags in die Schweizer Straße 69 zum neuen Ladengeschäft von Martella Kuchen und Glas. Der Marvin war jetzt beim Soft Opening da. Ich kann ja kurz sagen, wie es ihm dort gefallen hat. Und da können wir uns alle treffen. Und das ist ein Traum. Über das ist ein Traum die Eintracht reden. Ja, Kuchen ist auf essen. Jeden Fall ein Traum gewesen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ihr wisst ja, ich bin ja eher so ein Süßer, also Süßspeisen aller Art. Sind auf jeden Fall gut zu haben. Hab mich auch schon ein bisschen durchgekostet und ich denke, wir haben auf jeden Fall eine geile Zeit. Das Wetter soll gut werden. Oh ja. Kommt vorbei, dann gehen wir schön auf die Straße, holen uns einen Glaskuchen und werden dann noch den ein oder anderen Appleboy trinken. Und werden einfach eine gute Zeit haben. Also wie gesagt, ab 16 Uhr geht's, glaube ich, los. Ich komme ein bisschen später und der Abend hat ein offenes Ende, würde ich sagen. Das klingt doch hervorragend. Das klingt nach einem gar wunderbaren Plan. Hervorragend. Also Samstag, 24.06. 16 Uhr. Schweizer Straßenfest, der neue Laden von Matilda Kuchen im Glas. Wir sind auch vor Ort. Kommt vorbei, zahlreich. Ihr werdet uns finden und dann reden wir über Fußball oder über andere Dinge, die uns so einfallen. Ja, genau. Sehr gut. Dann steht da noch ein Buch auf der Liste. Das ist wahrscheinlich auch von dir, Basti. Ja, ich habe jetzt das Buch Football Leagues von Raphael Buschmann und noch einem anderen Autor, dem mein Name jetzt entfallen ist, gelesen. Das ist ja auch schon ein bisschen durch die Presse gegangen. Da geht es um diese Enthüllungen, die Whistleblower im WikiLeaks da über den Fußball rausgebracht haben. Und das ist da ein bisschen zusammengefasst worden. Die haben da schon ein paar heiße Eisen angefasst. Ich glaube, die haben jetzt sogar auch rechtliche Probleme gerade, wo die ein bisschen mit irgendwelchen Richtern kämpfen, wo das Buch verboten wird und sonst irgendwas. Okay. Und da sind schon, die Eintracht ist auch drin, Gacinovic wird, glaube ich, auch erwähnt. Aber da sind schon Dietmar Hopp, habe ich auch interessante Sachen drüber erfahren, dass er, der Gönner Dietmar Hopp, nebenbei aber so eine kleine Third-Party-Ownership-Agentur Transfer gegründet hat, wo er unter anderem am Firmino-Transfer eigentlich mehr als Hoffenheim kassiert hat. Oh. Und ja, solche Dinge. Es geht viel um Ronaldo, es geht aber auch viel um die Story, wie der Spiegelreporter an diese Sachen gekommen ist und was er mit diesem Typ, der die Sachen besorgt hat, erlebt hat und wie der so drauf ist und über diesen ganzen, wie die Recherche dann aufgebaut ist. Es ist sehr, sehr interessant von beiden Seiten beleuchtet. Also ich finde es auf jeden Fall eine Empfehlung hier wert. Da ich lange keine Buchempfehlung hier mehr hatte, da ich wenig Zeit zum Lesen hatte, habe ich gedacht, mache ich das jetzt mal, falls jemand an den Badesee fahren will, um was zu lesen, dann soll er bitte dieses Buch lesen. Sehr gut. Hast du das Tribünengespräch von Max dazu gehört? Er hatte ja auch mit dem Raphael Buschmann gesprochen, genau. Ich schmeiß das auch nochmal mit in die Shownotes. Also wer erst das Buch und dann den Podcast oder erst den Podcast und dann das Buch zu dem Thema konsumieren will, der findet meine Links bei uns. Dann schaut auf jeden Fall rein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich muss mir den Rasenfunk dazu noch anhören. Ich habe den auch noch auf der Liste, genau. Aber ist auf jeden Fall, denke ich, ein absolut wichtiges Thema. Und kann man so eine Sommerpause ganz gut nutzen, um sich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Yo, yeah. Genau, und ansonsten hätte ich noch eine Empfehlung und quasi eine kleine Bitte an euch. Und zwar würde ich gerne mit Vorbereitung auf eine mindestens genauso ausführliche Saisonvorschau für die Saison 2017-2018 mal wissen, das müsst ihr nicht heute machen, das müsst ihr auch nicht morgen machen, aber irgendwann demnächst, was ihr denn tippt, wie die Eintracht am Ende der eben genannten Saison abschneiden wird, also der Saison 2017-2018, ja, und die Herren hier in der Runde dürfen dann auch noch ihre Tipps abgeben und das hätte ich gerne mal von euch als Vorbereitung auf eine Saisonvorschau, dass wir uns da so ein bisschen dran orientieren können. Ich habe dafür so ein kleines Google-Formblatt angelegt, da könnt ihr das dann auswählen. Ich packe den Link mit in die Shownotes und dann kann da jeder sich mal eintragen und dann gucken wir mal, wie so das Gros von euch ein Abschneiden der Eintracht in der nächsten Saison tippt. Ja, und wenn wir schon über eine Saisonvorschau reden, dann können wir so ein bisschen in den Himmel zeichnen, dass wenn die Leute einen engen Kalenderplan haben, dass sie sich vielleicht den 5.8. mal zumindest Eintracht-Podcast-mäßig rot ankreuzen. Save the date. Save the date. Auf jeden Fall. Weil, more Infos zu kommen.
Genau, wenn wir schon kein normales Sommerfest in komplett selbst organisiert machen, sondern ein ebenfalls genauso cooles dann im Steuerzer Straßenfest haben, haben wir ja trotzdem noch ein bisschen was im Pötter, da geht auf jeden Fall noch was. Also verfolgt unsere sozialen Medien, unsere Kanäle und dann werdet ihr auf jeden Fall informiert. Da kommt auf jeden Fall noch was an. Wie gesagt, Sendungen folgen jetzt in so ein bisschen unregelmäßigen Abständen und von daher auch da auf jeden Fall mal die Social Media Kanäle im Auge behalten. Wir versuchen das halbwegs rechtzeitig anzukündigen, wenn wir ansonsten da genießt auch mal die Sommerpause. Genau. Kann auch mal ein bisschen sich ausruhen. Wenn ihr nichts guckt mit Fußball zu tun haben wollt, guckt ein bisschen Confed Cup. Genau. Sehr gut, ja. Ja. Genau, und dann, ich würde sagen, Deckel drauf jetzt, oder? Deckel drauf. Nicht ohne den ganzen Spender und Spenderinnen nochmal Danke zu sagen, die uns auch in dem vergangenen Monat und natürlich in den ganzen Monaten davor und permanent und immer und überhaupt hier so fleißig unterstützt haben. Das hey, hilft Big uns. Spender. Dankeschön. Hilft uns extrem weiter hier, das alles am Laufen zu halten und auch so ein bisschen in die Zukunft zu denken und zu gucken, was wir da machen können. Und ohne euch da draußen wäre das alles gar nicht möglich. Und von daher gehen ganz viele Grüße raus an euch und dann machen wir diese Sendung zu. Wir wünschen euch eine schöne Sommerpause. Genießt die Zeit mit Fußball, ohne Fußball, wie auch immer. Und wir hoffen, dass wir möglichst viele von euch am kommenden Samstag sehen. Macht's gut. Ciao, ciao. Längliche Sendung. Ja. Sehr gut. Der liebe Sascha hat übrigens vorhin mir dann auch den Namen rausgesucht von dem Spieler, auf den ich nicht gekommen bin. Es war Banetta. Tranquillo Banetta. Ah, ja. Ja, ich habe irgendwann zwischendrin Leverkusen und Schalke verwechselt, weil die sich ja so ähnlich sind. Gut, aber der eine hat ja auch mal da, der hat ja sowohl als auch dort gespielt. Ja, deswegen war ich da kurzfristig so ein bisschen. Also verwirrt. Marvin. Hä? Wir treffen uns am Mittwoch, das steht noch, gell? Ja, stimmt, hast recht. Um wann genau? Am 17.30 Uhr war das, glaube ich, haben wir mit dem ausgemacht. Mhm. Ja, machen wir, kein Problem. Weil René gut und ist, Dennis, ne? Wir der